passiert. Ja. Willst du jetzt antworten oder nicht? Ja, stellt mir Ja, Frage. dann antworte. Was hat Bruder Reza gesagt? Ist Israel vollkommen? Ja oder nein? Ist eine ganz einfache Frage. Ist Deutschland vollkommen? Es gibt doch gar Jetzt, nicht. jetzt spielt er auf dumm. Frage Jetzt macht er einen auf verstehst richtig dumm stellen. du Jetzt nicht. stellst Jetzt du hat dich der ungefähr Patrick-Status auf die. erreicht. Das ist so Niveau Was passiert, wenn Patrick. man die mit der Wahrheit in die Ecke drängt? Dann kommt sowas. Ist Deutschland vollkommen? Ja, dann mach ich mal kurz groß, Pavlos, wenn du wahrhaftig Nein, bist. brauchst du nicht kommen. Kompliziert. Das reicht für heute, für dich. Mit Also es wird deiner jetzt super kommen. Ausführungen, deiner super Exegese haben wir schon viel gelernt. Jetzt Antwort ist ja, ist Israel vollkommen? Okay, dann ist Israel nicht vollkommen. Ja, Weiter. das wäre die Antwort. Wer ist aber der Vollkommene? Der Herr Jesus Christus, richtig? War Jesus Christus am Kreuz leise? Aber Gott, das der ist antwortet die nicht auf Antwort. deine Frage. Hat 63er AMG nicht mehr PS als der 43er AMG? Pass auf, jetzt kommt ja gleich diese Frage mit AMG, pass auf. Okay, eine Gegenfrage. Wenn eine Prophezeiung ist, okay, muss jedes Detail in der Prophezeiung stimmen? Ja oder nein? Ja. Ja. War Jesus am Kreuz leise? Ja oder nein? Lies diese Stelle, da siehst du, dass das nicht am Kreuz gemeint ist, sondern auf dem Weg zur Schlachtbank. Das ist diese Genauigkeit, die euch fehlt beim Lesen der Bibel. Einfach oberflächlich, gekreuzigt, der hat was gesagt, hat geschrien, also kann es nicht dasselbe sein. Du Muss der musst, wenn du die Psalmen Bibel liest, 22 erzählt. Man muss Psalmen immer 22 noch erfüllen, ne? Wo drin steht, dass er das auch noch sagen wird. Nochmal nebenbei, ne? Ich habe hier den Zeim. Ich habe hier Zeim auf. Ja, 22. Aber jetzt brauchst du jetzt nämlich drauf eingehen. Antwort ist auf unsere Frage. Siehat. Ja. Auf Jetzt hör dem zu. Weg zur Schlachtbank ist er verstummt, so wie ein Schaf, wenn es gepackt wird und zur Schlachtbank geführt wird. Das Schaf ergibt sich seinem Schicksal. Ja, da steht. Es war leise, hat seinen Mund zugehalten wie ein Lamm. Ja. Als er vor Pontius Pilatus stand und sein Urteil angenommen hat, der Herr Jesus, da hat er nichts mehr gesagt. Obwohl all diese Ungerechtigkeiten über ihn gesagt worden ist. Der hat nichts mehr gesagt. Der ist verstummt wie ein Lamm. Ich habe die Und ganze Bibel voll konfus mit der. der Scherer ist natürlich hier Pontius Pilatus. Okay, dann gucken wir mal in die Bibel rein, wo Jesus stumm war. In das Neue Testament, das das beschreibt. Du redest gerade, ey, man redet gerade wirklich wie eine Wand. Siad ist schon die heftigste Wand, die ich bis jetzt kennengelernt habe in den letzten paar Monaten. Du bist wirklich eine super Wand. Man hat sich dir richtig Mühe gegeben, um so eine Wand zu bauen wie dich. Wand mit Ist ja Rohren. schlimmer als eine Berliner Mauer, ey. Es macht keinen Sinn für mich, über Jesaja 53 zu diskutieren, weil es Hast ja du verstanden, klar warum ist. Jesaja 53 der vollkommene Knecht ist und Israel ist nicht vollkommen, weil Israel besteht aus Sünder? Kannst du den Unterschied zwischen vollkommen und nicht vollkommen verstehen oder ist das zu viel verlangt? Doch, man kann nicht gleichzeitig vollkommen und unvollkommen sein. Unvollkommen sein, genau. Also ist der Gottesknecht hier in Jesaja 53 nicht Israel. Es handelt sich um zwei Gottesknechte. Einmal Israel, wie du recht hast, gedacht hast. Israel ist auch Gottesknecht. Aber der Herr Jesus in Jesaja 53 ist der vollkommene Gottesknecht. Und damit schließt Israel aus. Siehst du, Seat? Oh, Jetzt hast du was nein. dazugelernt. Nein, egal. Es ist Nein, nicht nein, gegen die das wäre Wand nicht gerade. sonst Siad. Siad ist der beste Wand, die beste Wand, erinnern wir Nein. uns. Sonst Siad muss ja Mal, Wand bleiben mit Ohren. es geht nicht um Wand. Ich kann verstehen, dass es so aussieht. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber dann, das spricht gegen die anderen Exegesen und es gibt Exegesen der Bibel von Gelehrten. Ja, Welche von einem Exegesen der Juden, der Gelehrten, keinen bitte? Heiligen Geist hat und kein Gehirn hat. Jetzt kommt der Exegese von einem Rabbi Rosenzweig mit einem Hirnschaden dritten Grades. Ey, Siat, weißt du was? Du Warte, springst ja mach gerne mich doch Thema zu mal Thema so kurz, ein bisschen, ne? bitte.
Du springst ja wie so ein, ne? Wie so ein kleines Gummibärchen. Ich will dir was sagen. Ja, da macht mich Du mein willst nicht Viertel lernen? kurz Nein, groß. die Bibel verstehst du anscheinend nicht. Das ist ein bisschen zu hoch. Okay, dann stelle ich dir Aber eine ist ja Frage und okay. dann sagst du, was damit Aber gemeint nein, ist. Ich dann, weil es ist vielleicht ist okay. das doch Du so willst es ja nicht perfekt. verstehen wollen. Deswegen verstehst du es nicht, weil du es nicht willst. Wir müssen jetzt aber so dahin gehen, zu deinen Wurzeln. Du bist ja Muslim. Dann sehen wir doch Sura 65, Vers 4. Und da bräuchte ich mal deine Meinung zu. Weißt du warum? Weil ich einfach den Tafsir öffne, weil ihr habt ein Tafsir. Das ist von Ibn Abbas, der Cousin von Mohammed, wo drinne steht, woraufhin ein anderer Mann fragt, O Gesandter Allahs, wie sieht es mit der Wartezeit diejenigen aus, die keine Menstruation haben, weil sie so jung sind? Hier, ihres jungen Alters. Ja, was sagst du dazu über Kinderehe im Islam? Bezieh mal dazu Erstens, Stellung. Was sagst du dazu? Du brauchst das nicht interpretieren. Das hat schon Ibn es Abbas für ist dich Islam. getan. G, Digga, Dings. Guck mal, Ibn Kathir beispielsweise. Guck, Was Ibn Ibn Taymiyyah. Kathir hast Guck, du ihn genannt? Ibn Abbas, nicht Ibn Kathir. Ja, Das ist der Tafsir war von Ibn Ibn Abbas. Abbas. Ich Konzentrier habe dich doch mal ein gehört. bisschen. Ich habe gehört, Ibn Abbas. Ja, Aber also, was sagst du jetzt dazu? schlag zum Beispiel Ibn Kathir auf, beispielsweise. Es ist ganz Kannst du klar auch im stellen. Islam Die sagen definiert. alles. Nee. Warte, warte, ich Ibn rede kurz Kathir auf. sagt doch genauso das Gleiche. Was sagt denn Ibn Kathir? Auch junges Alters. Das Dass hat die Frau der menstruieren sollen muss. Ex-Muslim oder Bruder Amir schon gezeigt, den letzten Stream. Ja, ich war nicht da. Was Ja. sagt denn Ibn Kathir? Also, gib Sag mal doch, guck sinngemäß doch, was weiter. der Tafsir al-Jalalain sagt. Was? Ja. Guck Nein, doch gib beim mal Tafsir wieder was. al-Jalalain auch noch. Was Was will sagt mein denn dritten Ibn Tafsir, Kathir dass das nochmal ungefähr bestätigt? gesagt? Du brauchst Erzähl nicht. mal keinen Quatsch. Was sagst du jetzt dazu über diese Kinderehe? Was hat denn Ibn Kathir gesagt? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich war nicht da, als Oh, das gesagt geringes wurde. Alters. Ja, was hat er denn Die keine gesagt? Menstruation Sinngemäß. haben, weil es Kinder Ungefähr. sind. Was hat er ungefähr gesagt? Weil Ibn die so Kathir. jung sind. Was hat Ibn Kathir gesagt denn? Das Ungefähr, gleiche, danke. wie Ibn Abbas das gesagt hat. Oder wie Ja. Al-Jalalain es gesagt hat. Ja, Und die zeig anderen mal. Tafsire. Ja, was haben die denn gesagt? Alle, anscheinend. Hast du einen Weil Hörschaden wiederhol oder was das stimmt mal. Ich jetzt habe mit dir das nicht? akustisch nicht verstanden. Wiederhol das doch einfach, Die diesen Satz. gleichen Sachen, Ja, was denn? Was denn? dass das Kinder gemeint sind. Warte, was ist denn das Heiratsalter laut dem Tafsir? Du. Warte, zeig mal nochmal. Ich habe nicht richtig gelesen. Du brauchst Boah. nicht einen aufmachen, so, boah, wie lächerlich. Da mach Nicht mich. lächerlich, du machst mir Lies doch mal. Kopfschmerzen. Hä? Zeig doch einfach. Ja, hier bitte. Nochmal. Bei dir muss ich ganz, ganz ruhig bleiben, ehrlich. Da muss man Geduld mitnehmen. Was steht hier? Woraufhin ein anderer Mann fragte, O Gesandter Allahs, wie sieht es mit der Wartezeit diejenigen aus, die keine Menstruation Jetzt mach mal deinen haben, Finger kurz weil weg. sie zu jung sind, und diejenigen, die es nicht haben, aufgrund ihres jungen Alters, beträgt ihre Wartezeit 3 Monate? Warte, mach mal kurz deinen Kopf weg. Ja, man fragt, wie lange ist die Wartezeit für schwangere Frauen? Hast du das jetzt Warte. gelesen? Warte ganz kurz einen kleinen Moment. Diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten. Subhanallah, lies mir doch mal Sure 65, Vers 4. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr mit Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Und Und ebenso geht's weiter? derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, Ah. was sie in ihrem Leibern tragen. Und wer Allah Ah. fürchtet,
Den schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Hast du gesehen? Drei Stück hier, so 65 Vers 4. Drei Kategorien. Kategorie 1, mhm. 50 Omis. Kategorie 2, natürlich die Kinder. Kategorie 3, die Schwangeren. Ah. Die Tassiere sagen es. Der Kurellen sagt es. Wer bist du, dass du jetzt dagegen sprichst? Warte mal ganz kurz. Ja. Ich muss kurz lesen. Bist du fertig? Warte. Guck mal, das ist doch ganz. Ab Vers 1 habe ich nochmal gelesen. Deswegen. Ja, ist ja kein Problem. Es ging um die Scheidung. Und Wartezeit der Frist ist 3 Monate. Und da sehen wir, dass. Ja, kein Problem, Bruder Rita. Da sehen wir, dass das Kind auch mit drin war. Auch mit zur Scheidung mitgehörte. Also heißt das, die war verheiratet mit Kindern. Ja. Was sagst du dazu? Jetzt bringen wir mal dazu Stellung. Da brauchen wir keine Interpretation. Wir haben die schon von Ibn Abbas gehört. Ja, oder willst du jetzt einen eigenen Tafsir schreiben? Warte, Ibn Kathir. Bring mal ganz kurz von Ibn Kathir. Ja, das ist cool. Du meine ich. Also verleugnet für Ibn Abbas? Mach mal kurz Ibn Kathir Dings. Jawohl, doch, ich habe doch ein Buch jetzt parat. Subhanallah, einer schreibt, kommt zu Jesus, obwohl in der Bibel beispielsweise der 40-jährige Isaac, den 3-jährigen. Lenk ihn nicht ab. Lenk ihn nicht ab. Was hat das mit Ablenken zu tun? Also denkst, wenn du in Anführungszeichen, sag ich mal, Kinderehre anprangerst, dann prangerst du deine eigene Religion an. Das würde ich damit sagen. Nein, schon mal erstmal nicht. Wieso? Bleib mal beim Thema und bleib mal hier mit. Wieso? Lenk ihn nicht ab, Siad. Ja, da steht 3 Monate Wartezeit, wenn Dings. Ja, bei der Scheidung. Ja. Ihr war mit Kindern verheiratet, ja. Was sagst du dazu? Wer war mit Kindern verheiratet? Das gibt's doch gar nicht. Wolltest du gerade sagen, Mohammed war mit Kindern verheiratet? Mit einem Mohammed war auch mit einem Kind verheiratet, aber wir reden jetzt von Numai Muslim, so 65 Vers 4. Ja. Erstens, um klarzustellen, Mohammed sallallahu alaihi wasallam war nicht mit einem Kind. Das gibt's doch gar nicht. Ey. Hör mal zu, Digga, du sagst, du unterstellst den Propheten. Oh nee, sei ruhig, das war stumm. Du hast keinen Redebedarf hier. Guck mal hier. Ja, da müssen wir erstmal den Sahih al-Bukhari zeigen. Was steht denn hier? Sahih al-Bukhari, Buch 78, Hadith 157. Im Gegensatz des Propheten. Aisha hat ja in Gegenwart des Propheten mit Puppen gespielt und mit Mädchenfreund und mit meine Mädchenfreunde haben auch mit mir gespielt. Wenn der Prophet hereinkam, verstecken sie sich. Aber der Prophet ja. rief sie, um mit mir zu spielen. Das Spielen mit Puppen und ähnlichen Bildern ist verboten. Mhm. Aber es wurde Aisha so jederzeit gestattet, da sie noch ein kleines Mädchen war und noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hatte. Also ja. keine Menstruation. Ja, das war hier. Vor. Ja, sehr ruhig. Nein, sehr ruhig. Erstmal stumm. Denn jetzt sehen wir hier in Sunan ja, an. Da steht doch ganz deutlich, dass das vor 26, der 183. Es wurde überliefert, dass Aisha sagte, der Gesandte Allahs heiratete mich, als ich 6 war und vollzog die Ehe mit mir, als ich 9 war. Und ich pflegte mit Puppen zu spielen. Also sie war ausgezogen und hat mit Puppen gespielt. Und die war 9 Jahre alt, wo die den Geschlechtsverkehr vollzog. Ja, mit 9 Jahren hat sie dann ihre Pubertät vollreicht. Und jetzt? Bist du verwirrt? Da steht hier. Noch gewartet, nein, da steht hier. Nein, da steht hier. Oh, das war vor dem Ehevollzug. Was steht denn da? Das war vor dem Ehevollzug. Er hat doch mit Puppen gespielt. Was steht denn hier? Gesellbar Alter.
Das vor dem Ehevollzug. Du Heuchler, was steht denn hier? Puppen? Was steht denn hier? Oh, Puppen. Du bist ein Heuchler, Wallahi, bei Allah. Und, nein, unser so ein Heuchler. Was steht denn hier? Bei Allah, du bist ein Heuchler. Bei Allah, du bist ein Heuchler. Nein, du bist der größte Heuchler. Das steht ganz klar. Ganz klar, Bruder, ist damit gemeint, vor dem Ehevollzug war das. Aber der Ehevollzug stand erst fest, nachdem sie in die Pubertät kam. Nein, erzähl mal keinen Quatsch. Schäm dich nicht für dein Glauben, sonst weiter. Ist der Islam für dich Lügner. Du. Nein, sei mal ruhig. So 65 Vers 4, die Kinder ihr. Mach mich mal groß. Mach mich mal groß. Du beleidigst mich, tschüss. So einfach ist die Geschichte. Das ist nicht mehr normal, ey. Was ist denn hier los? Statt der steht nicht mal so sein Tafsir. Ich muss mal lesen. Ja, wie lange willst du noch lesen? Und dann wird er schnell Thema wechseln, weil Mohammed hat das nie getan. Und dann ein nach dem anderen gezeigt. Du Scharlatan, du hier. Wahnsinn. Hey, der ist doch nicht mehr. Der ist doch nicht mehr zum Helfen, ey. Das ist heftig, ehrlich. Keine Worte. Ich habe wirklich keine Worte für so einen Wahnsinn. Ja, nur der Herr weiß, ob sein Herz wirklich verstockt ist, aber er muss wirklich, ja, man muss für ihn beten. Man muss wirklich für ihn beten. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Ja, das ist schon. Ey, da steht drin, dass es Kinder gemeint sind. Und was macht der? Nö. Ich schäme mich für mein Glaube. Das gibt's doch nicht. Meine Lieben, ihr müsst den Herrn Jesus annehmen. Ihr seht es, meine lieben Muslime, dass das auf jeden Fall katastrophal ist. Eine Quelle nach den anderen. Ihr seht es. Nehmt den Herrn Jesus an. Er ist gerecht. Er ist wahrhaftig. Er hat sowas nie gewollt. Die Bibel ist älter als der Koran. Da sehen wir es. Wenn wir Stück für Stück kontrollieren, Stück für Stück, erkennen wir und sehen wir es. In Johannes 14,6 steht geschrieben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nehmt den Herrn Jesus heute an, wenn ihr gerettet werden wollt. Ihr seht, dass Islam nicht mehr die Wahrheit ist. Das kann auch nicht mehr die Wahrheit sein. Denn sowas ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe von 100 Katastrophen. Nicht aufhören, Bruder, die können. Ja, ich lehne mich nicht auf. Ich finde das traurig. Ich finde das langsam richtig traurig, wenn man so verblendet sein kann. Wirklich. Und den Jesaja 53 ein bisschen näher zu gehen, jetzt ein bisschen ein paar Tatsachen darzustellen. Er wird erhöht werden in Jesaja 52, Vers 13. In Philippa 2, Vers 9 wurde es erfüllt. Er wird durch Leiden entstellt werden. Jesaja Kapitel 52, 14 und Jesaja 53, Vers 2. Ist in Markus Kapitel 15, Vers 17 und 19 erfüllt auf den Herrn Jesus Christus. Dann sehen wir weiter. Er wird unsere Sünden Sorgen tragen. Römer Kapitel 4, Vers 25, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Erfüllt auf den Herrn Jesus Christus. Er wird durch sein Blut Versöhnung schaffen. Jesaja Kapitel 53, Vers 5 steht das. Römer Kapitel 3, Vers 25, erfüllt. Da sehen wir es wieder. Gehen wir zum nächsten. Er wird unser Stellvertreter sein. Jesaja 53, Vers 6, 8. 2. Korinther, Brief Kapitel 5, Vers 21, erfüllt. Immer erfüllt. Er wird im Grab eines reichen Mannes bestattet werden. Jesaja 53, Vers 9. Und man bestimmt sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinen Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Israel ist damit nicht gemeint. In Jesaja 53, Vers 9. Das sehen wir ganz klar. Und das ist in Erfüllung gegangen. Johannes Evangelium, Kapitel 19, Vers 38, 42. Was sehen wir? Und man bestimmt sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen. Ist Israel begraben worden? Irgendwo bei einem Reichen? Nein. Also sehen wir es. Er wird für Übeltätern sterben. Er wird mit Übeltätern sterben. Jesaja 53, Vers 12.
Lesen wir es. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird starkes zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele den Tod preisgeben hat und sich unter den Übeltäter zählen ließ und die Sünder vieler getragen und viele und für die Übeltäter gebetet hat. Das ist erfüllt, das hat der Jesus Christus getan. Beweis: Markus Evangelium Kapitel 15, Vers 27 oder Lukas Evangelium 22, Vers 3. Wir sehen es. Wir sehen es. Das ist der Herr Jesus Christus gemeint. Und nicht das, was der hier von sich gibt. Das ist ja Schwachsinn. Der hat einen eigenen Tafsir gemacht. Und dann, wenn man seinen Tafsir und seine Sachen hier fragt, da kommt das, das große Gestotter. Statt er sagt, ja, da steht so drin. Ich kann das aber nicht vereinbaren. Da musst du den Islam verlassen. Wenn nicht damit einverstanden ist, ist das gut. Aber ihr müsst dann das verlassen, weil das ist dann nichts für euch. Fakt, die Bibel ist die Wahrheit. Fakt, die Bibel ist älter als der Koran. Fakt, nur Jesus wird dich retten und nicht Mohammed. Fakt, im Islam ist Kinderehe erlaubt. Katastrophe. Katastrophe. Der hat einen eigenen Tafsir. Der hat wirklich einen eigenen gemacht. Das ist Wahnsinn. Der hat wirklich einen eigenen gemacht. Dauert nicht mehr lang. Steht da Tafsir Siyad. Heftig, ey. Das ist doch heftig. Was soll man dazu sagen? Bruder Reza, bist du wieder da? Okay, der ist noch nicht da. Ja, das ist heftig. Traurig und heftig. Bete für diese Menschen. Pack dir, was du glaubst, und ich weiß. Ey, das sind doch Sachen hier, ne? Meine Lieben, wir müssen natürlich die Schrift wieder hier lesen. Und das könnt ihr alle mal zusammenlesen. Jesaja 53 könnt ihr komplett lesen. Vers 1 bis Ende. Das ist kein Problem. Komplette Kapitel. Und ihr werdet sehen, was damit gemeint ist. Ich bin Atheist, Gott sei Dank. Oh. Oh. Das sagt schon alles, ne? Ich bin Atheist, Gott sei Dank. Da sehe ich wieder die Intelligenz. Da sehe ich wieder die Intelligenz. Ich danke dir für deine tolle. Nein, danke immer den Herrn. Ich bin nur sein Werkzeug. Danke immer den Herrn. Ich bin nur ein Werkzeug. Ich bin es nicht würdig, gedankt zu werden. Nur den Herrn danken. Ja, lesen wir auch mal aus Jesaja, Kapitel 9, Vers 5, auch was Schönes. Und lesen wir. Ich bin Atheist, nicht sei Dank, wäre die korrekte Kontrolle. Ja, geil. Heftig. So, lesen wir aus Jesaja, Kapitel 9, Vers 5, meine Lieben. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedenfürst. Ein Sohn ist uns gegeben und er ist geboren. Ohne mich wäre die Welt nur ein Planet. Okay, möge der Herr Jesus Christus dich recht leiten, herrlich. Möge der Herr Jesus Christus dir vollkommene Liebe geben, und ich hoffe, du nimmst auch diese vollkommene Liebe an, damit du auch reichlich Frucht trägst und auch gerettet wirst. Das ist sehr wichtig. Ich wünsche auf jeden Fall Gottes Segen. Lesen wir natürlich aus der Schrift. Atheistenlogik ist eh die heftigste. Ja. Genau. Die glauben wir an Zauberei, die Atheisten. Na? Die glauben wirklich an Zauberei. Aus dem Nichts entstand was. Die große Zauberei. Was war vor dem Nichts? Ja, nichts. Ja. Von nichts kommt nichts. Was soll ich sagen? Lesen wir ein bisschen aus der wunderschönen Schrift. Was können wir wunderschönes lesen? Danke, Josef. Danke. Aller Alem, danke. So. Evangelist, Allah Alem, danke. Möge Allah Schienbein dich recht leiten. Danke.
Möge Allah Schienbein dich reichlich sehbar. Dankeschön. Nicht nur der Schienbein soll die segnen, sondern die rechten Hände. Die zwei rechten Hände auch. Dankeschön. Dankeschön. Das ist schon zu viel. Das ist schon zu viel. Alle. Zu viel. Jetzt müssen wir. Ihr müsst spenden, wenn ich sage, jetzt! Doppelte Punkte! Alle, danke. Wow, das ist Ice Cream. Wow, thanks. Kennt ihr diese NPC so? Oh, wow, wow. Dann thanks. Und die machen so, oh, wow, das. Da riechen die so dran und sagen so, thanks. Heftig. Hey, was mit der Welt doch passiert? Bist für Spenden hier oder für Gottes Wort? Ich bin für Gottes Wort hier. Ich sage auch nicht, dass sie spenden sollen, die Menschen. Ich bin für Gottes Wort hier und verbreite das Wort Gottes. Thanks. Wie machen die bei einer Mütze diese NPCs? Die machen auch irgendwas so. Na, ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Schade. Hätte man dann machen können. Aber Schienbein möge dich segnen. So, lesen wir bitte aus Johannes Evangelium, Kapitel 15. Jetzt wieder bei den ernsten Dingen zu bleiben. Der Weinstock und die Reben. Jetzt lese ich ein Gleichnis und wir deuten mal dieses Gleichnis. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der wahre Weingärtner und der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleib in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe, und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig wurde. Entschuldigung, Werte. Also sehen wir, dass der Weinstock der Herr ist. Wir sehen, dass die Reben wir sind. Der Weinstock ist ein kleiner Baum, sage ich jetzt mal, so eine Pflanze. Ja, das nennt sich Weinstock. Da sind ja viele kleine Äste. Das sind so Reben. Das sind Früchte. Weintrauben. Ihr kennt sie alle. Die Weintrauben. Und die kleinen Reben bringen ja Früchte. Da kommen immer mehr Weintrauben. Galater 5, Vers 22. An die Früchte werdet ihr sie erkennen. Enthaltsamkeit, Barmherzigkeit, ne? Liebe und so weiter. Und wir sollen beim Weinstock bleiben. Der Herr Jesus Christus bleibt eins mit ihm. Geht mit ihm weiter, nimmt ihn an und folgt ihm nach. Und wer bei ihm bleibt, so wird er viel Frucht tragen. Die aber keine Früchte tragen, so wird der Weingärtner kommen und es abschneiden und es wegschmeißen ins Feuer. Weil Glaube und Werke ist eins. Das nennt sich auch Glauben, Gehorsamkeit.
Glauben, Gehorsamkeit in ein Wort. Glaube mit Gehorsamkeit. Der Glaube rettet dich, aber der Glaube gibt dir automatisch die Werke, weil du glaubst. Das sollst du aus Liebe tun. Du erfüllst das ganze Gesetz, indem du deinen Nächsten liebst. So wie dich selbst. Und Gott liebst mit ganzem Herz und Verstand. Und wie zeigen wir unsere Liebe an Gott? Indem wir das tun, was geschrieben steht. Deswegen, meine Lieben, bleib bei Wort Gottes. Nimm den Herrn Jesus Christus an. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Niemand. Der Islam wird dich nicht retten. Der Hinduismus, Buddhismus, die Orthodoxen, die Katholiken, die was weiß ich welche. Die Religion bringt dich nicht zum Paradies, sondern der Herr Jesus Christus. Bruder Reza, erzähl. Du bist jetzt wieder da. Bruder Danny, komm rein. Komm mit deinem anderen Account. Der ist anscheinend gesperrt. Ich kann dich da nicht einladen. Bruder Reza, du bist wieder da. Bruder Reza, man hört dich nicht. Du bist gestummt. Ja, nee, ich bin zwar da, aber ich bin noch was im Hintergrund, was am Machen. Achso. Ich bin noch ein Minuten weg. Warte, dann erzähl ich weiter. So, dann machen wir weiter in der Zeit. Ja, meine Lieben, ihr seht das, ne? Ihr seht das. Wir prüfen andere Religionen. Wir sehen, die halten die Prüfung nicht stand, aber wir prüfen auch die Bibel. Und die Bibel bleibt stand. Also wissen wir, dass die Bibel die Wahrheit ist. Ihr seht es doch, wie viele Muslime uns Fragen stellen. Eine Frage nach der anderen. Geschickt sogar manchmal. Aber wir halten stand. Weil der Heilige Geist in uns wohnt und die Antwort herausgibt. Und wir sehen, dass es immer einstimmig ist mit der Bibel, kein Widerspruch hat in der Bibel. Und wir wissen dann, das ist Gottes Wort. Und es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Bruder Pavlos, das heißt, bleibe länger on. Was, Bruder Pavlos? Das heißt, bleib länger on. Bleib länger on. Der Herr, nur wie der Herr will, also. Ne? Klar muss ich jemanden auf dem Stream hier beenden, ne? Aber bis jetzt erstmal noch nicht. Wir haben ja frei. So, und wir wissen, um euch was zu sagen, ich muss euch was erzählen. Wo ich zum Beispiel zum Glauben gefunden habe, habe ich geprüft. Ich habe wirklich geprüft. Ich habe geguckt, ist da wirklich die Wahrheit? Ich hätte ihn angenommen, wenn es doch die Wahrheit wäre. Warum nicht? Wir wollen doch nur nach der Wahrheit streben. Und ich habe dann geprüft, Stück für Stück, Gott gefragt und gesucht, habe Gott gesagt, Herr, was ist der Weg, was ist die Wahrheit, ist es der Islam, was ist es, ist der Christentum, wer ist Jesus, ich verstehe das alles nicht. Und ich habe gesehen und erkannt, weil der Herr mir geantwortet hat, innerhalb von ein paar Minuten durch einen anderen als Werkzeug benutzt worden ist, dass er mir antwortet, dass Gott mir antwortet. Und da hat mir auch mit Johannes Kapitel 1 geantwortet. Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit vom Vater gegeben, mit Liebe und Barmherzigkeit und Gnade. Wir sehen es und haben es erkannt. Und so was Schönes gibt es gar nicht. Gott wurde Mensch. Wundervoll. Ehrlich wundervoll. Ich empfehle jeden Einzelnen, liest mal das Johannes-Evangelium. Jeden Einzelnen von euch. Boah. Man kann sich doch nur verlieben an den Herrn Jesus Christus. Man kann sich doch nur verlieben. Na? Wir erkennen, dass er Gott ist. Und wir erkennen, dass er uns gereinigt hat für die Ewigkeit. Und wisst ihr was? Wir haben Heilsgewissheit. Ey, wir kommen alle im Paradies. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr könnt morgen sterben. Und wir sind im Paradies beim Herrn, wenn ihr den Herrn Jesus habt. Ey, was Schönes gibt's doch gar nicht. Das habt ihr nicht im Islam. Die wissen nicht, wohin die gehen und woher die kommen. Wir wissen, wohin wir gehen und woher wir kommen. Wir sind Kinder Gottes und kommen und gehen ins Paradies, wo der Herr uns schon erwartet. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Die Hochzeit wird bald kommen. Und dann wird ein großes Fest gefeiert.
Ja, meine Lieben, ihr seht das, wie es in der Bibel geschrieben steht. Sterben ist ein Gewinn. Und das sage ich mit einem Lächeln. Kannst du mir deinen Discord schicken, damit ich dich aufklären kann? Ich habe keinen Discord. Und was willst du mir da aufklären? Hast du 1000 Follower? Da kannst du ja auch. Du hast sogar 1000 Follower. Dann komm doch gerne hoch. Also ihr seht das, meine Lieben, ne? Wie der Herr Jesus Christus wirkt mit den Menschen und wie viel Liebe durchströmt wird. Und seid reichlich mit der Liebe und gebt die Liebe an jeden Einzelnen ab. Liebt eure Feinde, liebt eure Nächsten. Steht doch geschrieben. Ja, ist jetzt im Koran, in Islam so eine Liebe? Nein. Öffnet mal den Koran und liest ihn mal. Ihr findet nichts über Liebe. Nichts. Ihr findet ja nur Hass. Ihr findet nichts über Liebe. Ihr findet unmoralische Sachen wie das hier. Das findet ihr hier. Aber Liebe, willkommen. Das ist für Allah sehr, sehr fern. Aber für den Herrn Jesus, der echte Gott, finden wir es. In 1. Johannesbrief. Gottes Liebe. Das wissen wir. Und wer in der Liebe wandelt, so ist, so wandelt er auch mit Gott. Wunderschön. Wundervoll. Und wisst ihr was? Das Leben verändert sich. Ein Beispiel einer, der nimmt den Islam an. Der hat sich nicht geändert. Kein bisschen. Bisschen gehorsamer geworden. Aber das war's. Wo war die Änderung? Hat noch Hass in sich. Kein Frieden, nichts. Die sagen immer in Lippen, wir haben den Frieden und so weiter. Aber sie haben Hass. Die beten fünfmal am Tag, wissen nicht mal, was sie genau sagen und haben noch immer Hass. Aber der Herr Jesus Christus sagte, nicht den weltlichen Frieden gebe ich euch, sondern meinen Frieden. Und dieser Friede, boah, wundervoll. Warum? Du bist glücklich, wenn du stirbst. Du bist glücklich, wenn du sogar leidest für den Herrn. Du bist glücklich. Für ihn tun wir es. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wenn wir für den Herrn leiden und weinen, der Herr wird uns trösten. Aber für ihn tun wir es gern. Glückselig ist der, der die Anfechtung besteht. Er wird die Krone des Lebens auch bekommen, wenn er die Anfechtung auch standhält. Glückselig ist er. Und das ist wunderschön, für den Herrn zu leiden, für den Herrn zu streben und bald bei den Herrn zu sein. Wie hatte Paulus sogar geschrieben, inspiriert mit dem Heiligen Geist, an der Schwachheit sind wir am stärksten, also mit der Schwachheit sind wir am stärksten und mit der Schwachheit predigen wir am besten. An den Misshandlungen, an den Anfechtungen, an die Beleidigungen, an die Misshandlungen, ja, damit predigen wir am stärksten. Wir beten trotzdem für diese Menschen. Obwohl das passiert, beten wir für die. Das ist Feindesliebe. Habt ihr die Feindesliebe in Islam gesehen? Nein. Aber seht ihr diese Liebe in der Bibel? Ja. Also seht ihr, wer gerecht ist, wer mit voller Liebe ist. Der Islam hat nicht diese Liebe. Aber die Bibel spricht voll mit der Liebe. Feindesliebe. Wer kann das von euch behaupten, seinen Feind zu lieben? Der dich verfolgt, den liebst du. Wer kann das von sich behaupten? In der Schrift ganz groß geschrieben: Liebe deinen Nächsten. Hier heißt es: Schlachte deinen Nächsten. Hier heißt es: Kinderehe. In der Bibel steht sowas nicht. Ja, wir müssen für sie beten, sonst gehen sie verloren. Sie sind ja. Wir müssen für diese Menschen auch beten, damit die zur Besinnung kommen, erkennen, dass der Islam falsch ist und den Herrn Jesus Christus annehmen. Und du, der noch nicht den Herrn Jesus Christus angenommen hat, auf wen wartest du? Was hindert dich, den Herrn Jesus Christus jetzt nicht anzunehmen? Was hindert dich? Nimm ihn heute an, damit du gerettet wirst. Du weißt nicht, ob du morgen noch lebst. Du weißt es nicht. Bete nur für euch, Lieber. Ich bete für dich. Ich hoffe, dass die Liebe des Herrn Jesus Christus in dein Herzen kommt und viel Frucht bringen wird. Gott segne dich und deine ganze Familie.
Ja, an die Früchte erkennt ihr sie, meine Lieben. An die Früchte erkennen wir auch falsche Hufsiger. Wir erkennen, dass es auch viele falsche Christen gibt, die keine echten Christen sind. Wir müssen das differenzieren, mit der Bibel prüfen. Immer fernhalten von falschen Christen. Nicht die Religion rettet dich, sondern die Bibel, Gottes Wort, mit dem Herrn Jesus Christus. Das wird dich retten. Ja, meine Lieben, meine Wundervollen, wir sehen es. Und ich empfehle jeden Einzelnen, liest die Bibel. Liest wirklich die Bibel. Wenn du es noch nicht getan hast, so liest es. Wenn du noch keine Bibel hast, du kannst eine Bibel-App runterladen. Ganz einfach. App Store oder Play Store. Bibel-App reinschreiben. Das findet ihr sofort. Das ist so eine braune App. YouVision Bibel heißt das, glaube ich. Und dann habt ihr schon mal eine digitale Bibel. Die ist vollkommen da. Schlachter 2000 Übersetzung. Eine der besten in Deutschland. Mit Elbefelder gleich. Ihr könnt das lesen und ihr werdet immer mehr verstehen. Fangt mit dem Johannes-Evangelium an und ihr werdet erkennen, wer Jesus ist. Ja, ihr Befelder 1905 auch. Perfekt. Befelder Schlachter, Top-Übersetzungen. Von den Urtext auf Deutsch übersetzt, perfekt. Sehr originalgetreu. Nicht dieses Schnickschnack-Übersetzung, der Übersetzung von Übersetzung mit Interpretation, sondern treu und original. Sehr schön. Empfehle ich jeden. Und eine Bibel gibt es sogar kostenlos. Kann man ganz schnell googeln. Bibel kostenlos, wenn ihr die Bücher haben wollt. Dann kriegt ihr sie auch. Jesus Christus, seine Worte sind klar und einfach, voller Liebe. Genau. Ihr werdet sie auch verstehen. Am Anfang denkt ihr, boah, wie kann man das hier verstehen? Aber ihr werdet es verstehen durch den Heiligen Geist. Stimmt, Bruder, ich habe diese App auch. Siehst du? Lies die Bibel. Vergiss nicht das Lesen. Denn wenn ich liest, vielleicht diesen Menschen, der im Spiegel schaut, aber dann wegschaut und 10 Jahre nicht mehr hineinguckt, so hat er vergessen, wie er aussieht. Und so ist es mit dem Lesen. Du liest und dann hörst du auf. Ja, dann weißt du nicht mehr. Welche App? Bibel-App. Einfach reinschreiben, Bibel-App. Ich glaube, die heißt YouVision Bible. Kann das eine reinschreiben in den Kommentaren? Bibel-App. Am besten die genaue Bedeutung war auch schön. Also Name. Ja, und dann sehen wir es. Na, meine Lieben, das ist wunderschön. Wir lieben als Muslim auch Jesus und Maria. Aber ihr seid 600 Jahre später gekommen. Ihr habt nicht den echten Jesus. Ihr habt einen falschen. Nimm du auch den Herrn Jesus Christus an. Er liebt dich. Beschäftige dich mit deinem Glaube. Setz dich doch mit Mohammeds Leben auseinander, aber vor allem setz dich mit dem Herrn Jesus Christus Leben auseinander. Genau, YouVision Bibel-App steht hier. Ja, und wenn ihr liest, 1-2 Kapitel pro Tag. Na? Ganz einfach. Wie viel Arbeit ist das? 5 Minuten? 5 Minuten eures Lebens pro Tag kann euer Leben verändern. Wer wird die Wahrheit sucht, der wird sie finden. Amen. Wer sucht, der findet, wer klopft, den Weg geöffnet. Da steht geschrieben. Durch Lesen werdet ihr so viel Erkenntnis bekommen, dann benötigt ihr schon fast kein Prediger mehr. Denn da ist die ganze Erkenntnis. Der Islam hat Maria geehrt mit ihrer eigenen Sure. Guck mal, der Koran sagt sogar in Sure 65, Vers 4, Kinderehe. Das ist Katastrophe. Schlachter 2000 auch gut. Ja, perfekt. Ich lese die ganze Zeit Schlachter 2000. Eine der besten deutschen Bibelübersetzungen. Wirklich top. Von Originalsprache auf Deutsch. Perfekt. In Lüftner steht nichts davon. Natürlich. Hier. Ein Beweis. Wenn ihr in Zweifel seid, wartet, da. Und ebenso diejenigen, die noch keine Monatsblutung haben, diejenigen, die schwanger sind. Es sind 3 Kategorien. Ü50, Kinder, Schwangere. Das sagt sogar ein Tafsir von Ibn Abbas. Hier steht, Ibn Abbas, der Cousin von Mohammed. Und da hat er geschrieben, O Gesandter Allahs, wie sieht es mit der Wartezeit diejenigen aus, die keine Menstruation haben, weil sie so jung sind. Und diejenigen, die es nicht haben, aufgrund ihres jungen Alters beträgt. Seht ihr es? Ich habe nicht gelogen. Was sagen eure Gelehrten? Und nicht nur die Gelehrten, das sagt euer Koran.
Ich komme sofort, meine Lieben. Natürlich ist das der TFC von Ibn Abbas. Google doch selbst. So katastrophal. Sagt das so, das ist nicht Ibn Abbas. Du kannst schon Angela, nein, Ibn Kathir und so alles googeln, die ganzen Tastiere. Wenn du ein Tastier zu Hause hast, öffne es doch. Ja, dann habt ihr die Antwort. Wahnsinn, wie ihr die Worte verdrehen wollt. So, meine Lieben. Bruder Reza, bist du da? Ich bin ja auch im Hintergrund hier, ja. Ja, dieser eine Muslim, ja, hast du, glaube ich, verpasst. Der meinte ja, frech zu werden und keine Einsicht zu bekommen, also null. Denn dann habe ich ihn Ja. einfach rausgetan, es hatte keinen Sinn. Das war eine harte Wand. Ja. Wenn es rein intellektuelles Problem ist, ist es kein Problem. Man kann den Leuten das erklären, 100 Mal. Ja, der eine ist einfach schneller im Kopf, schärfer, und der andere halt nicht so. Es ist so Gott, wie Gott das gegeben hat, unterschiedlich. Aber was nicht geht, ist Hinterhältigkeit und Verdorbenheit. Dagegen ist keine Kraut gewachsen. Wenn jemand sich bewusst dumm stellt und die Antwort kennt, aber sie verbirgt, damit der die Wahrheit aufhält. Dann gibt es keine zweite Chance mehr von mir. Also ich zumindest. Dann mache ich zu und dann gibt es auch kein Gerede mehr mit demjenigen oder mit derjenigen, ist egal, welches Geschlecht. Ja. Ja, wenn er dumm ist, aber offenes Herz hat und sagt, ich verstehe es nicht, dann erkläre ich ihm das 1000 Mal. Da habe ich Geduld ohne Ende. Aber sobald ich merke, das ist nicht, also es ist kein intellektuelles Problem, sondern es ist ein Herzensproblem, dann gibt es keine Gerede mehr. Dann ist die Diskussion vorbei. Ja, genau. Ja, da sehen wir es, ne? Herzensproblem. Traurig. Wirklich traurig. Aber keiner hat mehr eine Ausrede, wenn die vor den Herrn stehen. Keiner hat mehr eine Ausrede. Kein einziger von denen. Also, oh, was hat der geschrieben? Und wenn ihr bei diejenigen von euren Frauen, die keine Menstruation mehr erwarten, Zweifel hängt, müsst ihr ihre Wartezeit 3 Monate betragen, ebenso bei denen. Ja, das ist die erste Kategorie. Die zweite, die noch nie eine hatten. Die zweite Kategorie sind Kinder. Das sagt sogar ein Tafsir. Kinder sind gemeint. Katastrophe, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Und wer ein Problem damit hat, muss den Islam verlassen. Weil der Islam predigt davon. Mohammed hat es so ausgelebt mit Aisha, mit einer 6-Jährigen und mit 9 die Ehe vollzogen und 9 noch Geschlechtsverkehr gehabt. Das ist doch mal katastrophal. Das ist doch katastrophal. Aber jetzt müssen wir gewisse andere Aufklärungsarbeit noch tätigen. Dann gibt es noch das hier, meine Lieben. Bruder Reza, kannst Ja. du die Bedeutung von jeder einzelnen Geste hier erzählen, was das wirklich so bedeuten hat, diese Gesten von diesen falschen 50er hier. Ja, die Schweigepflicht ist eben, wenn die eintreten in die Sekte, in die Satanssekte, da wird ihnen beigebracht oder ihnen eben erzählt, dass wenn sie darüber reden, was in der Sekte vonstatten geht, dass sie halt umgebracht werden müssen und deswegen absolute Schweigepflicht haben. Arcanum, ja, Schweigegelübde. Und wenn dies gebrochen wird, dann müssen sie halt mit dem Tod rechnen, da oben rechts, genau. Was heißt das hier? Christina Ronaldo. Ja, das ist dann, das ist allsehende Auge Luzifers, des Lichtbringers, der Gott dieser Welt.
der ihm jeden, der ihn anbetet, also den Teufel anbetet, auch Erfolg und Macht und Ruhm und alles, was er sich wünscht, gibt. Das steht in Matthäus 4, wie auch in Lukas 4. Was ist das? Das ist der Gehörnte mit seinen Händen. Baphomet, dieser Kult, wo, drin, wo diese ganzen Stars drin sind, das ist der Kult des Baphomets. Also ist eine andere Bezeichnung für Satan. Und da opfern sie halt dem Baphometen, dem Teufel und bekommen eben diese Macht, Kraft. Bruder Reza? Was heißt das? Reza? Ja. Boah, ey, mach mich mal bitte groß. Ich war gerade bei dem Poker TV live. Der hat eine bei Stimme wie? Gehabt, wie bei, ja. Kennst du dieser Little Rapper, ne? Ja. Er hat mich sogar blockiert. Der hatte, ja, der hatte eine Stimme gehabt, wie bei Exorzismus. Ich habe ihn gefragt, wer ist da in dir? Warte, ich muss das anmachen. Ich mache jetzt meine Kamera an. Ja, ich mache jetzt meine Kamera an. Guck mal, wir haben gerade über Ebonan geredet und ja, kam sogar direkt. Gerade angefangen, ja, und genau, punktgenau hat er jetzt auch was parat. Warte. Ich mach das jetzt, das ist so krank, Reza, und dann. Warte. Ich mache jetzt die Kamera, ich drehe die Kamera einmal um. Warte mal ganz kurz. Ja, kein Problem. Warte, ich komme gleich wieder rein. Ich werde das auf mein Dings da. Ich komme gleich wieder rein, Reza. Das musst du dir anschauen. Kein Problem, wir schauen sofort. Ja. Bruder Reza, was ist das? Warte. Dieser, meinst du die Pyramide? Ach, da rechts, ja, dieses V-Signal. Es ist natürlich der Winkel, ne? Der Winkelmann ist der Satan. Deswegen sagte Sido ja auch in seinem Freimaurerlied Steine. Genau. Das Auge, Luzifer, der Winkel, deswegen tut er das ja auch in dieses Winkel rein, V. Es hat mehrere Bedeutungen. Einmal dieser Winkelmann, Kompass, Winkelmaß, Zirkel oder auch freimaurerisches Kompass genannt. Da sagte Sido eben in seinem Freimaurerlied, Steine heißt das Lied. Da sagte, du kamst mit deinem Kompass an. Da spricht er zu Satan, ne? Als er seine Seele verkauft hat, dem Teufel. Du kamst eben mit deinem Winkelmaß und Zirkel, der Kompass, der freimaurerische Kompass. Und nahmst mich ja, mit. Ja, dieses Zeichen, dass das so ist, ne? Und dann genau. So. Genau, dieses V-Signal. Aber wir wissen auch, dass der Satan und der Antichrist und der, also der falsche Prophet und das Tier aus dem Meer zusammen regieren werden, die Welt in der neuen Weltordnung, die Herrschaft über die Menschen, 666, das Beast-System. Und das ist eben auch die Herrschaft des Satans über die Menschheit und die Versklavung der Menschheit in der neuen Weltordnung. Das bedeutet dieses V-Signal. Mit dem Auge da drin. Ja. Und man kann ja sagen, wenn man diese ganzen Zeichen hier sieht, dann wenn ja. einer das hat, diese Zeichen, der hat das Komplettpaket gebucht und weiß, er ist ein Freimaurer. Ja. Deswegen könnt ihr erkennen, ob einer wirklich hier, wie der hier behauptet, Christ ist oder ein Freimaurer. Ja, und dann haben wir die solche Leute auch aufgedeckt. So einfach ist das, ne? Wie der Teufel ja sagte, denen gehört ja die Welt. Mir ist das, ich habe die Vollmacht, ne? Und mir gehört diese Welt und ich kann es geben, wen ich will. Ich will, genau. So wen ich aus. Will. Genau. Und diese nicht wiedergeborenen Christen, die eben nicht den Heiligen Geist haben, die noch in der Welt sind mit ihrem Geist, die können es leider nicht erkennen, ne? Würdet ihr auch sagen, dass auch Polizisten involviert sind? Ja, sicher. Es gibt welche, die sind involviert. Und diese Sekten, die Kinder, die bei diesen satanischen sexuellen Riten entstehen, also viele werden ja direkt geopfert und manche werden aber auch behalten für die Sekte. Und die Sekte setzt dann diese Kinder halt in diesen Schaltpositionen in der Gesellschaft, beim Zoll. Bei der Polizei, bei Staatsanwaltschaft und. Ja. Und jetzt sind nicht alle Polizisten drin, aber es sind einige drin. Es sind nicht alle Staatsanwaltschaften drin, aber es sind
einige drin. Und so kontrolliert halt Satan mit seinen Leuten, mit seinen Freimaurern und diesen Illuminati-Familien die Welt. So. Ja, genau. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Ich habe ein Video, ich muss das mal aufnehmen und das selber mal posten. Eins dann nach den anderen gezeigt. Diese Gesten, diese Gesten, diese Gesten, diese Gesten. Und so eins da nach den anderen, diese Gesten, ne? Du weißt ja. Ja. So noch, ne? Das Zeichen. Ja, eins da nach den anderen. Jackie Chan hat sogar zwei Hände und so gemacht. Ja, ja, ja. Eins ja, da nach den anderen. Ey, ja, das tut sich ja nur Übles. Ja, sie tun ganz, ganz schlimme Dinge in ihren Ritualen. Ganz, ganz übel. Und man kann das in YouTube ganz schön herausfinden. Es gibt Menschen, weniger, aber es gibt Menschen, die waren Kinder von diesen Ritualen, sind aber rausgegangen. Nicht Kinder von denen, sondern die waren Opfer. Ja, genau. Der Herr hat auch natürlich seine schützende Hand über solche Kinder, die eben das nicht mitmachen, die vom Herzen her es niemals schaffen könnten, sowas zu machen. Ja. Und die kommen raus. Und der Herr Jesus gibt diesen die Möglichkeit auch zur Errettung. Aber ob die Errettung auch annehmen, oder einfach so ihr Leben dahin leben, obwohl sie sowas erlebt haben, da lässt der Herr Jesus auch ihnen die freie Wahl. Aber rausholen geht auf jeden Fall. Ja. Der Risa hat mal ein Interview mit einem Opfer gemacht. Ja, genau. Mit Anonymous. Man kennt so richtig Anonymous, also das sind so Leute, man kann nicht Gruppierung sagen, weil das immer einzelne Leute sind, die Hacker sind und das komplette Internet quasi herrschen. Na? Ja. Und überall so gesehen Zukunft haben, weil die so ein krasses Wissen haben und das Wissen untereinander teilen. Und ja, Bruder Reza hatte ein Interview mit so einem sogar gehabt und der war Opfer einer Freimaurerloge bzw. Satanisten, weil sein Opa. Ne? Sein Opa war der Groß, also der Uropa. Genau. Ja, und dann hat er geplaudert, ne? Aus dem Nähkästchen, Einzelheiten wiedergegeben. Aber ich hab irgendwie die Befürchtung, dass ihm was zugestoßen ist. Ja, man hat nichts von ihm gehört, ne? Ja, der war ja mit mir in guten Kontakt. Und er hat ja auch gesagt, dass er verfolgt wird, ne? Also, dass seine Mülltonne und so weiter immer total auseinandergenommen wird, ne? Reingeguckt wird, was er da so macht. Also, er war unter Verfolgung. Aber, ja. Naja. Man weiß es nicht. Möge der Herr Jesus ihn schützen. Ja. Oder wenn ich jetzt mal, der wird dir was zeigen. Ja, leider, schade, konnte ich. Auf jeden Fall, Bruder Reza, das war richtig heftig gerade. Ich bin also wirklich wie bei Emily, wie bei Exorzismus. Exorzismus, pass auf. Ich war bei Ihnen live, Bruder Reza, hörst du mich? Ja. Auf einmal, wir reden, reden, reden. Und auf einmal sage ich so zu Ihnen so: Ja, Poker TV, wer bist du? Und seine Augen aufgerissen, wie Reza, wie in einem Horrorfilm. Diese Stimme, das war nicht er, das war eine. Bruder Reza, ich war geschockt. Und dann habe ich mein Handy geholt und habe ich nochmal versucht aufzunehmen. Und dann habe ich nur einen Bruchteil aufnehmen können. Aber hör dir mal die Stimme an. Der Dämon hat gesagt, ich werde dich holen. Ich werde dich holen. Ich werde dich zerreißen. Ich werde dich mir schnappen. Jetzt reicht's, hat er gesagt. Ich werde dich dir holen und mit dir reißen. Warte ab, wenn ich dich in die Kuh. Ja, der Satan und sein Dämon drohen. Aber ja, das letzte Wort hat der Jesus. Warte, pass mal auf. Ich zeig das jetzt. Ich zeig das jetzt. Wo kann man die Kamera drehen? Du musst mal mit der Kamera tippen. Gottes Segen, Bruder André. Nochmal Kamera tippen und dann. Ja, warte. Ich versuch das. Jetzt hört mal. Das habe ich leider. Ich konnte nicht alles aufnehmen, aber ich habe ein paar Teile. So. Da in dir. Der Teufel. Wer ist in dir wirklich? Junge, du bist ein. Okay, warte. Warte, warte, warte. Ich habe nicht alles aufgenommen. Schade, ich habe geguckt. Leider habe ich zu spät aufgenommen, aber ich guck noch mal das hier. Zeig, Moment. Zeig. Ja, ja, ja. Warte. Ist da in dir?
So. Wer ist denn hier wirklich? Warte, ich weiß jetzt, warte ganz kurz. Einen Moment, ich muss das Geschnittene raussuchen, warte. Warte. Okay, jetzt nochmal. Also Bruder Riesler, hör mal ganz genau hin. Hör mal nochmal hin, also hör mal hin jetzt. Wer ist denn dir wirklich? Ja, also ich habe ihn gefragt, wer ist denn dir? Und er so, der Teufel. Aber davor ist er richtig abgegangen. Richtig abgegangen. Nein, nein, das war nicht normal, Bruder. Das war richtig heftig. Das ja, war der gibt es ja schon zu, ne? Der gibt es ja schon zu. Ja, aber das hättest du sehen müssen. Das war, Bruder André, das war ein ganz anderes Kaliber. Das war noch. Das war Kannst du was erzählen, Bruder André? Wie bitte? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich war gerade mit Mocky live. Ah, der nächste. Nein, das war gerade ein ganz anderes Level, Bruder André. Ja, das ist der Liederrapper. Bruder André, du hättest diese Stimme hören müssen, wie der, wo mit mir geredet hat. Diese Stimme, ich hab, er hat ganz normal geredet und auf einmal seine Augen, Bruder André. Nee, nee, das kenne ich nicht. Noch mal was? Das Video gesehen von Barello, wo er das Bild von Satan unterschreibt. Nee, das musst du mir mal schicken. Ach, ich kenne das. Bruder Reza, ich kenne das. Der Barello, der hat gesagt, der hat einen Vertrag unterschrieben und der hat doch gesagt, der hat bei Illuminaten unterschrieben, beim Video. Ja. Und hat doch gesagt, ich musste doch ein Video sogar machen, wie eine Toilette deckt. Der hat gesagt, der so, meinte, ich mache das freiwillig, ich musste mich erniedrigen. Da gibt es aber noch ein neues Video, hat er gesagt. Aber der meinte, er gab auch ein Video, wo er richtig schräg war und seine Augen umgedreht waren. Ja, das auch, nein, aber der meint, das ist wieder was anderes, glaube ich, hier, was er sagt. Reza, hast du das Video gesehen von Moreno, wo er das Bild von Satan einen Vertrag unterschreibt? Nee, das nicht. Ja, ja, der Bruder Elias hat das in die Gruppe geschickt, da sitzt er am Tisch, hat so ein Dreieck aus Kerzen gemacht, in der Mitte ist Baphomet und dann unterschreibt er den Vertrag und macht im Dreieck sein Auge rein mit den Fingern. Heftig. Das ist krank, ey. Ja, 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 die sind alle drin. Ja. Ich war gerade bei Mocky drin. Ey, dann kann mir einer dieses Bild schicken, dann zeige ich das jetzt. Ja, genau. Schick mir das mal bitte. Ist das, nee, das ist ein Video oder was? Nein, mach nur einen Screenshot. Ja. Mach mal einen Screenshot bitte. Dann mache ich wenigstens das Bild einmal an, damit welche es sehen können. Sandler Darkor ist auch einer der intelligentesten Wesen hier auf diesem Planeten. Ist auch ein ganz, ganz feiner, intelligenter Mensch. Und der verfolgt auch meine Arbeit schon sehr, sehr lange. Bruder André, kannst du das mir schicken? Das ist in der Gruppe, das hat der Bruder Elias geschickt. Aber erzähl doch, was du meintest jetzt, Bruder André. Du hast doch noch warst bei Monkey da live. Ich wollte gerade, ich war gerade bei Monkey drin, ne? Und der zieht eine Perücke an, so eine blonde, und hat auf einmal eine ganz andere Persönlichkeit, ne? Hat dann lackierte Fingernägel und fängt auf einmal so mit den Leuten zu flirten, ne? Also macht einen auf homosexuell. Und dann hat er mich so reingenommen. Und da habe ich ihn so gefragt, wie lange willst du die Menschen noch verführen? Und dann sagt er so, ja, du siehst doch, ich hab sie alle in meinen Fingern. Und dann sagt er, wenn ich jetzt ein Geschenk will, dann kriege ich das. Und er so, hat irgendeinen Namen gesagt und sagt, schick mir ein Universum. Eine Sekunde später hat er ein Universum bekommen, ne? Das ist so krank, ne? Das ist so krank. Hä? Warte, warte. Ey, das ist ja richtig heftig. Guckt euch das an. Ah. Ah. Unser super erfolgreicher TikTok-Star. Guck
Guckt euch das an. Ja. Nein, Bruder Reza. Hör aus damit. Bitte rede mehr über den Herrn. Geh morgen in die Gemeinde, ordne dich einen Ältesten unter, der die Gottheit leugnet, und dann sind wir auch alle glücklich, Reza. Hört auf damit. Das wollen die Christen, Reza. Das Schlimme ist ja, dass meine Arbeit jetzt schon wie viele Jahren? 7 Jahren schon draußen ist. Normalerweise hätte es ja rumgehen müssen und alle wachsam sein müssen, dass der hier zum Beispiel, wenn er sowas macht, dass er sofort erwischt wird von allen Menschen. Aber weil es solche Menschen gibt wie Sandler Darkor und Co., ist die Welt so wie sie ist. Ne? Und das geht ewig weiter so. Also ewig nicht, aber es geht weiter so, bis der Herr Jesus zurückkommt und dann das Ganze hier beendet, den ganzen Müll. Und auch dem Sandler Darkor das gibt, was er verdient, ne, am Ende. Wenn man sich die Kommentare anschaut. Vernünftiges Funktionieren des Herrn ist sehr, sehr wichtig. Ne? Das ist Wahnsinn. Die glauben das nicht. Wenn du dir die Kommentare anschaust, die glauben das nicht. Bruder, warte mal ganz kurz, Angelo. Guck mal, Bruder Reza, der Typ, der PokerTV hat in so einer dämonischen Stimme geredet, die lachen alle. Die sagen alle, ich bin krank im Kopf, geh mal raus. Und die lachen darüber, die sehen das nicht, verstehst du? Anstatt die sagen, warte mal, Moment, was passiert hier gerade? Warum redet der so in einer hohen dämonischen Stimme und die Leute alle klatschen und alle Geschenke schicken? Ehrlich, Reza, ohne weil die alle genauso verdorben sind wie der Rest der Menschheit. Sind alle gleich. Die Leute fragen, warum hat der Gott so, warum macht er sowas Böses wie die Hölle erschaffen, die armen Menschen? Nein. Nicht arme Menschen. Die sind alle bösartig, die Menschen. Alle. Ich hab den gefragt, wie lange willst du eigentlich die Menschen noch verführen? Bruder André, der hat sich totgelacht. Der hat sich totgelacht darüber. Der hat sich ergötzt darüber, über dieses Verführen, mit, dass er die Menschen alle in die Hölle verführt. Ja, der hat es ja alle im Griff, das weiß er auch. Ja, der lacht sich tot darüber, das ist so traurig. Der lacht sich tot und die anderen feiern ihn alle. Ja. Aber du hast das Video gesehen, Reza, ne? Ich habe gefragt, wer ist denn dir? Und er sagt, der Teufel und davor. Ja, das hast du ja gesagt, der Teufel, ja. Ja, aber davor hättest du es sehen müssen. Der ist ausgeflippt. Der hat gesagt, dass er mich packen will und. Ja, du kannst es schon vorstellen. Ich will das jetzt nicht hier im Live sagen, aber. Ja, die Dämonen drohen. Ja. Die Dämonen drohen dir. Natürlich drohen sie dir. Ja, unfassbar. Weißt du, was ich so traurig finde? Dass Christen die Bibel kennen. Die kennen die Bibel. Die wissen, dass der Satan der Gott dieser Welt ist. Und dann sagen die, hört auf, aufzudecken. Und ich sag dir auch warum, und ich sag das immer wieder, Reza, die haben Angst, dass sie vielleicht ihren Götze, ja, weil wenn du jetzt kommst und sagst, ja, der Messi ist auch involviert, und die Leute denken, nein, der nicht. Ronaldo, nein, der nicht. Aber die vielleicht, aber der, das ist mein Vorbild, mein Idol. Und dann müssen die absterben, ne? Diese Welt absterben. Ja, du sagst es so einfach, dass die wissen, dass der Satan der Herr dieser Welt ist. Wenn sie es wüssten, wirklich, wie du das sagst, dann würden die auch ganz normal diese Dinge sehen und auch verstehen. Aber das ist so, dass sie diese Verse lesen, aber das gefällt ihnen nicht, beziehungsweise sie glauben das nicht. Ja. Sie glauben es nicht. Ja. Wiedergeburt und Empfang des Heiligen Geistes brauchst du Glauben. Dem Wort Gottes musst du glauben. Ja, blind glauben wie ein Kind. Ja. Das haben die nicht. Weil sie eben die Welt lieben. Und Weltliebe und Gott geht nichts gemeinsam. Das funktioniert nicht. Also ich verstehe das nicht. Jakobus 4,4. Wenn da so gedroht wird, wenn Gott so droht und sagt, Freundschaft zur Welt, also Weltliebe, ist Feindschaft zu Gott. Die raffen das nicht, dass die Feinde Gottes sind, diese Leute, die eben mit der Welt liebäugeln. Das kapieren die nicht. Die denken, Gott macht das Spaß, wenn er so scharf es so formuliert. Die denken, das ist nicht so ernst gemeint.
Die denken wirklich, das, was da steht, ist nicht ernst gemeint von Gott. Ja, komm, lass, das ist bestimmt nicht so ernst gemeint. So denken die. Die wissen nicht, dass es tot ernst ist. Die raffen das nicht. Die haben einfach nicht das Bewusstsein dafür. Zudem kommt ja noch dieser, zum Beispiel dieser Titi TV. Der betreibt ja auch hier so einen Schundkanal. Titi TV meinst du? Meinst du Titi? Titi TV, ja, genau. Der hat das ja auch noch auf die Spitze getrieben, seiner verdorbenen Einstellung, für innere Einstellung. Da hat er gesagt, dieser Vers mit, dass der 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Satan der Gott dieser Welt ist. Ja. Und so weiter. Das ist nicht so ernst gemeint. Und als der Satan dem Herrn Jesus gesagt hat, dem Herrn Jesus, komm, bete mich an und ich gebe dir die ganze Reichtümer der Welt, da hat er gelogen. Das hat ihm gar nicht gehört, die Welt. Und der ist auch gar nicht der Herr dieser Welt. Ha! Ja. Das sind unsere Christen. Weißt du, was Titi TV gesagt hat zu mir? Ja. Da sagt Titi TV zu mir, ich weiß noch damals in der Telegram-Gruppe, beweise mir, dass die Pyramide mit dem allsehenden Auge satanisch ist, weil er sagt, das haben damals die Katholiken übernommen und es ist ein christliches Symbol, es präsentiert die Trinität und das allsehende Auge ist Gott. Willst du also jetzt gegen Gott rebellieren? So, genau, weißt du? Das also in der Auge und das Dreieck ist der Gott der Laodicea. Das sage ich ja immer. Genau. Der Gott von Titi TV. Aber nicht unser Gott. Unser Gott ist nicht ein Auge im Dreieck. Hast du gesehen, wie besetzt das ist? Der Gott von Barello. Der Gott von Titi TV. Da ist doch die Trinität. Shitty TV ist derselbe da. Gott wie von Barello. Das ist derselbe, da. Siehst du ja, ne? Guck mal, da Barello verehrt Trinität? Den Gott von Shitty TV. Ja, genau. Mit Trinität. Machen wir nochmal die Trinität. Die haben denselben Gott. Ja. Genau. Das ist unfassbar, ne? Das ist unfassbar. Was soll eigentlich das allsehende Auge sagen? Was soll eigentlich das allsehende Auge sagen? Das allsehende Auge sieht über die ganze Welt. Es ist das Auge Luzifers. Ja, weil er Gott sein will. Der will genauso herrschen über die Welt, wie Gott herrscht über diese Welt. Genau. Weißt du, was das Verdorbenste ist? Bruder André, kannst du dich ganz kurz entstürmen? Ja. Wir waren bei, ich will jetzt keinen Namen sagen, auf jeden Fall waren wir bei diesem einen Schauspieler live. Und auf einmal kam auch, wie du weißt ja, wo wir darüber geredet haben, dass diese ganzen Stars, was heißt Stars, diese ganzen Christen es sehen, aber nicht sehen wollen, weil sie verdorben sind. Der geht und zeigt seine Loge, wo er ist, Reza. Der zeigt das. Ja, der filmt das. Ich hab's gesehen. Und weißt du, was die sagen, die Christen? Die sagen ja so, oh Dennis, der hat dich ja voll verarscht. Oh, wie dumm bist du eigentlich? Und dieser UFO, der lacht sich tot. Ja, das ist das Kranke, dass die Christen dem Satan in die Hände spielen, dass sie den so schützen und seine Leute. Das ist das Kranke an der ganzen Sache. Ja gut, das sind ja eben Laodicea, die sind ja nicht wiedergeboren. Die werden ja genauso in den Feuer geworfen. Ja. Guck mal, was ich noch dazu sagen muss. Einer sagte doch, ist Barello nicht etwa Muslim? Ja, Muslime gibt es auch, die in Freimaurerdogen sind, so wie der hier zum Beispiel, der ganz klar den Satanismus preisgibt. Aber das ist Freimaurer. Es gibt Freimaurerlogen, die für Muslime sind. Ja. Da sehen wir es. Da kennen wir es. Ganz deutlich. Und dann sagen die Alhamdulillah Muslim. Habt ihr auch Antwort? Das ist die Sache. Ja, nein, die machen das schon sehr geschickt. Der Teufel, der jetzt zum Beispiel hier Barello führt, der weiß ja ganz genau, dass es eine große muslimische Community gibt von Jugendlichen, die eben auch Geld bringen. Und der kriegt da sehr viel Geld von der muslimischen Community. Und wenn er jetzt sagen würde, dass er Christ wäre, dann wäre seine Karriere schon vorbei. Ja, wäre vorbei.
wissen schon, was sie tun. Das Heftige ist ja, dass die alle wissen, dass der Jesus Christus Gott ist, ne? Warte, eine schreibt hier, der hat geträumt und mit den Zeichen gespielt. Ja, ist ja nun, ja. Und solche Leute machen das ja extra, um sich dann aber trotzdem zu repräsentieren. Das ist echt, er meint das ernst. Auch wenn er dann in Deckmantel, es war Spaß. Es ist kein Spaß, die meinen das ernst. Das raffen die nicht, das raffen die Leute nicht. Ist Arafat auch drinne? Wer weiß. Verdächtig sein, verdächtig mit solchen Leuten abzuhängen, sehr verdächtig. Mehr sage ich dazu nicht. Der stellt sich ja immer als ein guter Muslim da und dann na, sehr verdächtig. Aber kannst du mir nochmal groß machen? Ja. Guck mal, Bruder, ich zeig dir jetzt mal was, ja? Ja. Ich war live. Ja, warte mal. Ja. Ich war live und habe gesagt, der Herr Jesus ist Gott, ne? Pass mal auf, jetzt ja. Was passiert. Große Augen, was war das? Mach nochmal. Das ist ja krass. Das ist heftig. Guck mal, nochmal. Ja, warte, ich mach das jetzt auf Stopp. Warte. Wie kann der das denn auf Anhieb machen? Das gibt's doch nicht sowas. Auf Anhieb, ne? Ich kann das sogar nicht. Auf Knopfdruck. Guckt euch das an. Ei. Das ist wie mit den Lehrer, der dunkelhäutige Lehrer. Ja, ich mach's nochmal, damit du das siehst, Bruder Reza. Das ist so heftig. Einfach auf Knopfdruck, wie du sagst. Einfach auf das Knopfdruck. Das ist so heftig, ne? Yeah. Und guck mal, in diese späte Stunde sowas zu sehen, ne? Guck. Zack. Hart. Hast du den Lehrer noch, Bruder Danny? Ich hab alle. Warte. Zeig mal den Lehrer. Ganz heftig. Der Lehrer war richtig heftig. Jetzt guck mal hier. Ich finde, Musik ist nur noch, wer macht am meisten Lärm? Also, ja. Du bist Freimaurer? Boah, weißt du, woher kennst du das alles? Guck. Woher weißt du das alles? Guck jetzt. Der hat 900.000 Abonnenten, ne? Und der ist Lehrer, ne? Der ist einfach Lehrer. Okay, jetzt pass auf. Warte, jetzt pass auf. Guck jetzt, wo der Lehrer ist. Klar. Guck jetzt, jetzt kommt das Wasser. Ne, warte, ich hab das gar nicht mehr. Hier ist das, glaube ich, warte. Der ist Grundschullehrer mit 1 Million Abonnenten. Das ist okay. Reza, bitte jetzt guck. Das heißt, hat deine Augen. Kinder zu tun. Guck mal jetzt. Auge. Warte, jetzt pass auf. Das wird jetzt richtig heftig werden. Warte. Ich konnte nicht mehr schlafen, Reza. Guck das an. Wie dämonisch die Fratze wird auch plötzlich dieses Lachen von dem dämonischen Fratze, den er zieht. Warte, jetzt wird's heftig. Jetzt, warte, das jetzt. Ist echt heftig, warte. Das ist wirklich, da kommt man wirklich in Schlaf. Da. Reza, woher kennst du mein Geheimnis? Guck dir das an. Grundschullehrer. Ja, da ist er auch direkt, ne, an der Quelle. Reza, der hat 1 Million Abonnenten. Da seht ihr es, meine Lieben, das ist echt. Da seht ihr es, dass es diese Illuminaten gibt. Die glauben uns nicht, die Christen. Die glauben uns nicht. Pass mal auf, hier. Das heißt, der ist eingesetzt von der Elite, ne? Wo du im Zug deinen Freestyle gemacht hast, ne? Das ist richtig. Hast du schon davor unterschrieben oder war der Vertrag danach? Das weißt du doch besser als ich, oder? Also davor wahrscheinlich, ne? Ja, gell, weil sonst wäre das Video doch niemals so viral gegangen. Wir reden ja von mittlerweile alleine 30 Millionen Aufrufe von diesen Zugvideos. Siehst du, wie du die Wahrheit sagst? Ja. Das hätten die ja vorher nicht gemacht, ganz klar.
Hast du mit Blut unterschrieben? Nee, mit Ketchup. In Deutschland? Ja, mit Ketchup hast du unterschrieben. Bruder Reza, diese Laodicea-Christen, ich habe auch keinen Bock mehr auf die. Keiner von den Laodicea darf mehr in meinen Stream rein. Keiner mehr. Aber der Laodicea, Shitty TV, der ist was Besonderes unter den Laodiceern. Ja, ja. Das ist einer der größten Gehirnlosen. Also er kommt doch nicht. Oder kannst du ein bisschen was sagen? Kannst du ein bisschen vom Gehirn her, vom Intelligenz her, ist er noch, glaube ich, unter da. Warte, ich mach gleich, ich zeig gleich. Bruder Reza? Ja. Diese ganzen Christen, guck mal, anstatt die deine Streams verfolgen, prüfen, selber an die Sache rangehen und guck, hat der Reza recht? Wir gehen jetzt an die Sache ran, wir prüfen jetzt. Aber wenn man mit einem verdorbenen Herzen prüft und dann gleich schon so eine Herzenseinstellung hat, ich frage mich, ist man dämonisch besessen oder dämonisch beeinflusst? Da muss irgendwas sein, dass man so verdorben ist. Dass man die Wahrheit ins Gesicht kriegt. Ins Gesicht! Reza, ins Gesicht! Du kriegst die Wahrheit ins Gesicht, gratis. Und dann sehen die das und verurteilen dich. Das ist dämonisch. Ja. Das muss dämonisch sein. Das muss richtig böse sein. Ja, die Laodicea und der Satan sind ein super Team zusammen. Ja, machen gute Arbeit. Muss man schon sagen. Ja, ne, die lassen den sogar in ihren Gemeinden rein, solche Leute. Guck mal, André, guck mal, was mit Kitan ist. Guck mal diesen Blick an. Wieso? Ja. Das ist. Weißt du? Der ist auch völlig durch, ne? Sogenannten, ne? Guck mal. Der war voll weg, ne? Hast du gesehen? Der war. Ja. Dieses Starre, dieses Augenstarre, wenn irgendjemand dich einfach übernimmt von innen. Ich glaube, der ist richtig skrupellos, ne, dieser Kitan. Ja, sicher. Der ist auch wie bei dir mit den Trovatos. Ja, genau. Die sind richtig zusammen. Aber guck mal, das jetzt hier, das ist heftig. Kannst du eine andere Frage stellen? Ich will nur wissen, wer in dir ist, Ufuk. Nee, ich spreche da. Bitte, kannst du eine andere Frage stellen? Das ist so heftig. Such mal mit einer anderen Fragestellung. Guckt euch das doch mal an, das ist doch nicht normal. Heftig, ey. Bruder Reza, hast du das gesehen? Ja, klar. Der hat die Kontrolle. Dämonisch besessen. Der hat die Kontrolle. Guck mal, der hat die Kontrolle komplett verloren. Aber spätestens jetzt musst du doch dein Gehirn Klick machen, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Ey. Das Gehirn, das Herz ist verhärtet. Das Herz ist verdorben. Das böse Herz, lieber Bruder, da ist kein Kraut gegen gewachsen. Aber das andere Video, wo ich mit dem alleine war und die Spucke unkontrolliert über sein Bart geflossen ist, die Leute haben immer noch geschrieben, gut geschauspielert. Das hat mir den Rest gegeben. Ey, darf ich noch was sagen, Bruder Reza? Der Barello hier, ne? Der nennt sich in deiner Bio auch begabter Schauspieler. Versteht ihr? Deckmantel Schauspieler. Auch der Pullover mit dem Feuer, ne, ist auch nicht umsonst, hat auch nicht umsonst angezogen. Ja. Was steht da? Hat ja diese Hoodie an, dieses schwarze Hoodie mit Kapuze, das ist halt, ne, das ist auch symbolisch schon. Genau. Diese Kapuze, das soll ja diese Roben darstellen mit der Kapuze. Der will auf etwas hinweisen, ne? Ja. Guck mal, der schreibt, ihr interpretiert bei Barello so viel rein, ja. Wisst ihr, weil das jemand ist, den er mag. Weil das so ein Held ist von ihm. Aber seht ihr auch dieses Dreieck aus Kerzen und unten, wo das Bild ist offen, ne? Also das heißt, er geht rein, er ist bereit dafür reinzugehen, ne? Ja. Krank. Reza, kannst du uns die Lektüre empfehlen? Welche Lektüre? Oder Reza, weißt du was von?
Bruder Reza? Hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Achso, dann ist Bruder Reza kurz weg. Bruder Deni, du bist wieder hier, komm hoch. Aber Bruder André, ne? Ist das nicht schon beängstigend, sowas? Na, das ist doch heftig, oder? Diese ganzen Sachen hier. Das Heftige ist, dass die, wie sie die Menschen unter Kontrolle haben, das ist das Heftige für mich, ne? Die haben sie, die wickeln sie einfach um den Finger, ne? Und das sagen die auch im Livestream. Das ist so krank einfach, ey. Das ist Barello, ja. Das ist Barello. Ne, weil welche das fragen, ist das Barello? Hier, der Beweis. Hier, Barello. Du musst doch mal logisch nachdenken, wie kannst du denn 20, 30.000, der hat teilweise 50, 60.000 Zuschauer, geht mit Ackerfahrt live, verdient sechsstellig im Monat. Das geht nicht einfach so, Leute, versteht ihr das nicht? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja. Das ist ja das Heftigste. Du musst mir den, guckt euch Barello an. Guckt euch Barello an. Guck, wie er sich hier hingibt. Guckt euch das an. Da schreibt jemand, seid ihr neidisch. Die denken wirklich, wir sind neidisch. Wir sind dieser Welt abgestorben, dieser satanischen Welt. Was hat das mit Neid zu tun? Ey, das, du musst deine Seele retten. Das ist so krass. Neidisch? Was soll ich da neidisch sein? Dass er die ewige Hölle geht? Soll ich darauf neidisch sein? Das ist doch hier nicht mehr normal. Das sind Vermutungen, keine Beweise. Ach, selbst wenn der jetzt einen kleinen Wurm auf diesem Tisch opfern würde, das würde dir auch nicht reichen. Du würdest irgendwas dann erzählen, irgendwas. Du würdest sagen, das ist AI. Das ist künstliche Intelligenz. Ja. Wie der Satan eure Sinne verblendet hat, ne? Das ist nicht normal, ey. Da könnte ich manchmal wirklich ausflippen, ne? Ja. Wie kann man sein Herz so verhärten, ne? So krank ist das, ey. Ja, das ist wie bei den Muslimen. Erklärt man deren Koranverse, ne? Nein, das ist nicht so. Den Tafsir-Fatwa und so weiter. Nein, das ist nicht. Das ist genau das Gleiche. Und wisst ihr, was lustig ist? Barello ist doch Muslim. Da habt ihr eure Antwort. Da habt ihr eure Antwort. So weit denken die aber nicht. Ehrlich. Die denken, wir machen Spielereien, ne? Die wissen gar nicht, dass wir unser Leben quasi auf dem Spiel setzen und sowas immer zu offenbaren. Und dabei den Muslimen auch noch aufzudecken. Ja. Und andere Sachen, das bedenken die. Wir machen das ja aus, ne? Bruder Paulus, vor allen Dingen, wenn du Gehirn hast und du siehst, einer geht mit seinem Gesicht vor die Kamera und prangert diese Leute an, die viel Reichweite haben. Alleine da muss doch dein logischer Verstand einsetzen, musst du sagen, ey, warum macht er das, ja? Warum sagt er das, ja? Das ist so kaputt, ne? Pablo, hast du nicht das ganze Video? Ich habe das ganze Video. Ich habe das geschickt bekommen. Muss ich mir selber komplett nochmal anschauen. Muss ich mir nochmal angucken, weil ich dann ein paar Screenshots kann, das euch später mal zeigen. Ich hasse Barello, aber der ist schlau. Das ist ein guter Geschäftsmann. Ja, klar. Ja, klar, die sind sehr schlau. Die haben sich für den Satan entschieden, ne? Sehr intelligent. Da sehe ich die Intelligenz. Sehr, 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 sehr schlau. Mach groß. Ja, ich mach dich groß. Ja, sehr. Was? Ja, hallo, Gottes Segen. Ja, ich wollte nur eine Sache sagen. Warte ganz kurz. Hör mal, was er sagt. Der Satan ist der Lidl-Rapper. Jetzt hör mal. Dieser Satan ist der Lidl-Rapper. Was geht ab? Laufst du, vergeht der Blut? Aber Bruder, Mann, das sollte was heißen. Hast von dir auch Sagen, aber kannst halt nichts beweisen. Du verlierst deine Glauben. Der Bruder macht mit dem anstehenden Auge. Ja, das ist die dumme Masse, die nicht rafft. Das ist so, die dumme Masse ist nur mit Saufen, Disco und Mallorca. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt Manuelsen dran. Erzähl mal lieber, wie du deine Seele verkauft hast, okay?
Soll ich dir erzählen, wie ich erzähle dir, wie ich meine Seele verkauft habe? Okay? Erst du oder nicht? Okay. Ich habe meine Seele so verkauft. Ich bin vor. Boah, ich weiß das gar nicht mehr. 22 Jahre, glaube ich. Nein, 23, glaube ich. 2000? Irgendwas zu lernen. Nee, 22. Ich bin vor 22 Jahren, in die Moschee gegangen und habe meine Seele an Allah verkauft. Da hat er mir gesagt, also ich wollte meine Seele an Allah verkaufen. Da hat er mir gesagt, dass ich ihm schon lange gehört. Und da habe ich ihm gesagt, okay, Khalas, dann kriegst du sie umsonst. Da siehst du das, wieder das unterschwellig. Ich sag, aber jetzt pass auf. Könnt ihr bitte einmal kurz runtergehen? Ich muss mich mit Robo anschmeißen. Okay. Guck mal. Wenn du meinst. Tschüss. Guck mal jetzt, wie er sabbert, Reza. Guck mal, wie der sabbert. Ja, wer ist da? Wer zeigt sich in dir, hä? Ja. Der Belzebub, der Dämon in dir, richtig? Heftig, ne? Sei mal ehrlich, was ist das nicht krank? Ja. Sag mal was, wie krank ist das? Vor unseren Augen! Und Reza, die Christen sind mit Kaffee beschäftigt. Mit Kaffee! Reza, warte ganz kurz. Ja. Ich muss einmal für die Laudizee einmal Kaffee was machen. Kaffee rettet dir auch, ne? Ab 2 Tassen hast du Heilssicherheit, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, Kaffeekränzchen ist sehr, sehr wichtig. Die Realität ist einfach so brutal, so traurig. Ja, das ist wirklich traurig. Ah, zeigst du Doja Cat oder... Achso, Rapid. Kaffee trinken. Ja, ja. Genau. Ich trinke schön viel Kaffee und bleib dumm. Die würden lieber das sehen als so ein Stream mit Ufuk, ne? Ja, sicher. Ja, ne? Das ist eigentlich richtig traurig, was wir hier alles sehen. Na, und dann müssen wir eigentlich normalerweise, wie die Leute es jetzt sehen, ne, für den stummen Zuschauer, muss man da langsam nicht aufwachen. Muss man da langsam jetzt nicht mal ein bisschen Klick machen und sagen, boah, das sind schon keine einfachen Worte, das sind Beweise. Das sind Bruder Paulus, die Christen, die müssen das eigentlich alle verbreiten, alle mitziehen, unterstützen. Was Bruder Reza? Die stellen sich auf die Seite Satans. Ich habe eine kurze Frage, ja? Jetzt die Laodicea ist die beste Diener des Teufels. Also, was Besseres hätte dem Teufel gar nicht passieren können mit der Laodicea. Ja, aber guck mal, du hast doch mal Vorträge gemacht. Du hast doch diese Vorträge gemacht und dann hast du ja immer wirklich packevoll die Hallen gefüllt, ne? Du hast ja wirklich die Hallen gefüllt mit Amir, du und Eve, ne? Ja, Hallengefühl kann man nicht sagen, aber ja, der Raum war sehr voll. Ja, Raum, ich meine Raum voll. Dann habe ich Raum. Ja, aber was haben die denn hinbekommen? Wie viele Leute haben die denn so in der Woche reingeholt? Die haben einmal im Jahr Evangelisation gemacht und da ist nicht ein einziger Mensch dazugekommen. Also da ist nicht ein Mensch von draußen gekommen, um das Evangelium zu hören. Heftig. Und die haben dafür 10.000 Euro ausgegeben. Heftig. Eine Woche lang kam nicht einer von draußen rein. Und die haben so einen Prediger eingeladen, der da in dieser Woche auch gepredigt hat. Den haben die auch bezahlt. Und das war so ein Schauspiel, so eine lächerliche Schauspiel. Und am letzten Tag haben die noch gegrillt. Die haben gegrillt, weil da keiner reingekommen ist.
haben die noch gefeiert, ihre nichtige Evangelisation mit dem Grilltag. Und an diesem Grilltag habe ich ja noch meinen Vortrag gehabt. Ja. Genau, ja, die haben da unten gegrillt und wir haben da oben gearbeitet für den Herrn. Das war der Unterschied. Das war symbolisch. Die haben gegrillt und wir haben gearbeitet da oben. Das ist so krank. Die grillen, das ist so krank. Ne? Die sind da so, das musst du dir mal vorstellen, die sind fix und fertig. Das sind kaputte Menschen. Unfassbar. Anstatt die euch was zu essen anbieten, habt ihr Hunger? No. Unfassbar. Leute, einmal tippen und die 100.000 voll machen. Einmal weißt du, was ich einmal erlebt habe? Da waren wir bei Werde Licht und da haben wir so Burger gegrillt, ne? Pass mal auf, Bruder. Ich habe auf meinen Burger verzichtet und die haben sich da so voll gefressen. Und nach dem Burger alle abgehauen. Alle abgehauen. Die haben sich die Bäuche vollgeschlagen, sind alle abgehauen. Ich war der Letzte. Bis ich wollte das Wort Gottes hören. Es ging mir nicht um Burger. Die haben nur gegessen, geredet und ich wollte nur das Wort Gottes hören. Ja. Das ist so krass. Das ist die Laudizia. Das ist. Ja, und die hatten immer was gegen mich gehabt. Ich habe mich immer gewundert. Warum habt ihr was gegen mich? Ist doch die Wahrheit. Nein, hör auf jetzt. Die Leute sind zu mir gekommen, Reza, haben gesagt, weil du die Videos von Rezas empfohlen hast, konnten wegen dir einige Christen nicht mehr schlafen. Der Name Reza wird in dieser Gemeinde nicht mehr erwähnt. Nein, du lachst. Das ist aber ernst. Ernst. Bruder Reza. Ist das? Ja. Ich hab ja Werbung gemacht. Ich kannte dich damals nicht. Da hatten wir auch keinen Kontakt gehabt. Da hatten wir keinen Kontakt gehabt. Ich habe immer nur gesagt, guckt euch mal die Videos an von denen. Der macht gute Aufklärung über Illuminati. Die sind alle durchgedreht. So einen Müll brauchen wir nicht. Ja, die Dämonen drehen natürlich durch meine Arbeit. Natürlich. Klar, weil sie alle ja entlarvt werden. Also mich würde es wundern, wenn die Werde dicht. Machst du da nicht aufgeregt? Wartet mal. Ist nicht Pocahontas hier? Pocahontas TV ist hier. Ich glaube, das ist der. Der hat seinen zweiten Account. Der hat gesagt, Evangelist, warum hast du mich geblockt? Komm mal hoch. Pocahontas TV. Das ist doch der Elite-Rapper. Pocahontas. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Pocahontas TV Backup-Account. Komm mal hoch. Der soll hochkommen. Pocahontas, komm hoch. Komm hoch, du hast auch mit mir geredet. Du hast mich geblockt zum Beispiel. Nee, ich hab den gar nicht geblockt. Ich hab den doch gar nicht geblockt. Der Evangelist, warum hast du mich geblockt? Ich hab den nicht geblockt. Keine Ahnung. Er soll antworten. Ja, komm hoch und der wird dir antworten, wenn du hochkommst. Ich hab ihn doch gar nicht geblockt. Achso, ist das... Der hat beispielsweise Poker hat mit seinem Hauptaccount mich geblockt. Nee, ich hab den nicht geblockt. Also das ist nein, nicht das zum Beispiel. Das ist er nicht. Das muss ein Fake sein. Der Originale hat fast 100.000 Abonnenten. Das ist er nicht. Da steht hier Backup-Account. Das ist er nicht, der würde hochkommen. Ja, wenn du echt bist, dann komm einfach hoch und offenbare es. Send ihn noch eine Anfrage. Dann kann er ja. Mach ich die ganze Zeit. Dann. Der lehnt die ganze Zeit ab. Ja, dann siehst du. Ja, wenn du doch der Echte bist, kannst du was dazu sagen, Pocahontas? Der sagt gar nichts dazu. Der. Ey, das ist so krank. Wo ich den aufgedeckt habe, in anderen Weise, ne? Weißt du, was der Poker, dieser Literrapper mir gesagt hat? Ich esse gern Kinderschnitzel, sagt er. Weil, wisst ihr, was er damit meint? Das ist so heftig, ne? Der so extra mit viel Ketchup. Aber guck mal noch mal, Junge. Warte, ich mach dich groß. Was mit deinem. Aber Bruder Areza, guck jetzt noch mal. Ich muss noch mal das in Zeitlupe zeigen, ne? Das ist so heftig. Guck mal, die Augen. Achtet mal jetzt nur auf die Augen, Reza. Achtet mal nur auf die Augen. Nur auf die Augen jetzt. Und ich mach mal laut. Pass mal auf, wir müssen das nochmal angucken.
Pass mal auf, die Augen nur. Hä? Die Übungen haben ihn nicht rückgetan. Wer ist da in dir, der dich steuert? Was mit deinem... Wer ist da in dir, der dich so steuert? Das ist so krank, ne? Hast du das gehört, Bruder Reza, wie der so redet? Das weißt du. Die Übungen haben ihn nicht rückgetan. Bukka TV, wer ist da in dir, der dich steuert? Was mit deinem... Das weißt du. Wer ist da in dir, der dich so steuert? Das ist so krank, ne, André? Diese MK-Mutti-Persönlichkeit. Und ich hab so gesagt, du bist unter MK? Und der hat sich totgelacht, André. Der hat sich richtig totgelacht. Wo ich meinte, du bist doch 100% unter MK. Hat er sich totgelacht. Wollen wir das klären mit meinem Anwalt, sagt er. Wollen wir das klären mit meinem Anwalt? Der ist absolut krank, ne? Wollen wir das klären mit meinem Anwalt? Der ist so, wollt ihr mir was antun, sagt er. Der sagt so, wollt ihr mit 50 Mann vor meiner Tür stehen? Ich sag so, nein. Was wollt ihr denn von mir? Was willst du von mir? Und auf einmal fängt er wieder an zu rappen. Der ist ultra unter MK. Ultra. Ja. Ja. Ja, meistens sind diese Leute auch in diese Sekte hineingeboren und die wurden seit Kindesbein an dann so programmiert. Mit, wie du schon sagtest, durch MK-Ultra, ne? Projekt Monarch. Ja. Und stehen unter Bewusstseinskontrolle, Mind Control. Ja. Ja. Ja, aber wie heftig das ist. Vor uns im Augen. Alle vor deinen Augen. Das ist schon langsam Wahnsinn, sowas. Und dass genau die C uns angreift und sogar noch genannte Christen neidisch sind und sagen, ja, klärt nicht so viel auf über Illuminati, das müsst ihr euch zwar geben. Christen, die neidisch sind. Christen, die Satan dienen, ja. Ja. Christen dienen Satan, können die direkt eine neue Partei gründen, die mögen ja so Politik. Christen dienen Satan, CDS. Nicht CDU, sondern CDS, die neue Partei der Laodicea. Christen dienen Satan. Ja. Okay, jedes dann Mal einmal die 100k neue. Voll. Dann beende ich jetzt. Das Heftigste war ja, der Shitty TV, der meinte ja wirklich allen Ernst, der meinte diese ganzen umgedrehten Kreuze, was diese Stars immer machen. Das ist, weil sie Dingens Christen sind und das umgedrehte Kreuz ist ein christliches Symbol. Deswegen drehen sie das Kreuz um. Weil das ist natürlich sehr, sehr klein. So. Das ist natürlich das Gehirn von Shitty TV. Einer möchte hoch. Da heißt Albana. Bruder, der was geht ab, Bruder? Ja, Gottes Segen. Was hast du für ein neues Thema nochmal für Islam? Der ist gegen Islam, das interessiert keiner. Ja, okay. Was liegt auf dein Herzen? Was liegt auf dein Herzen, Bruder? Du hast mir doch eine Einladung geschickt. Ja, ich wollte noch fragen, was du gerade diskutierst. So, weißt du noch, letztes Mal? Also, ich diskutiere viele Themen. Auch zum Beispiel dieses Thema hier. Kennst du dich damit gut aus? Kehr zum... Ja, Astaghfirullah, Bruder. Ich kehr nur zu Allah, aber nicht zu Jesus Christus. Und was sagst du aber zu Suche 65, Vers 4 ist für Kinderehe? Im Koran? Oder ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass irgendwelchen Kinderehe gesagt wird. Oder sonst was. Ich sag dir ehrlich... Ja. Bruder, warte mal, ich bin jetzt ein Kollege. Ich brauche Leute, die pusten, damit das. Hey, halt mal kurz die Frage. Tito, alles sportlich, ey! Ist Tito live? Also, Frankie? Nee, ist, der redet über Islam, Bruder, der ist gegen Islam. Salam alaikum. Alaikum salam. Okay, also, Bruder, so, meine Frage ist. Guck mal, der Koran, Bruder, ich schwöre auf alles, der existiert schon. So. Ey, hallo, bitte. Pablo. Könnt ihr ernst bleiben oder ich muss euch rausschmeißen? Schmeiß den raus. Nein, jetzt bleiben ernst. Schino, bitte komm. Geh mal raus.
Nein, guck mal, aber zum Beispiel war eine letzte Chance. Ey, bleib mal ruhig, Jungs. Ey, Mutter, ey. Ja, komm, das ist ja keinen Sinn. Schmeiß den raus, Pablo, hol solche Leute nicht rein. Also, wir sind ja nicht im Kindergarten. Entweder ernste Fragen und hier nicht so, das ist doch hier keine Comedy-Show. Hier nochmal einmal ausdrücken. Frag die Leute, wie alt die sind. Schmeiß alle Kinder raus. Alle Kinder, frag, wie alt die sind, wenn die 17 raus. Ja. Das hast du gestern nicht getan. Naja, hab ich ja gehört, ne? Ich habe doch Hoffnung gehabt, dass die Einsicht bekommen, ne? Ja. Aber selbst die sind schon sehr geblendet. Das ist wirklich traurig, ey. Ja, es ist wirklich traurig, ne? Ja. Und bei Islam, nochmal hier nebenbei, als kleine Aufdeckung, im Koran steht genau das hier. Das ist. Achso, kann ich nochmal ganz kurz größer machen? Kann ich nochmal ganz kurz größer machen? Oder ja. Ich muss nochmal was zeigen über André. Guck mal, das habe ich auch noch. Guck mal hier. Und jetzt guck mal, was der, so, also, was der Ufuk macht. Bevor ich da irgendwo hingehe und dass die irgendwas regeln, wenn man nicht mehr da ist, ne, dann überlege ich mir zweimal. Das habe ich heute bekommen, das geht noch immer, das wird noch richtig dicke. So, jetzt kriegst du mal. Ist ja voll cool, dass du den Titan spielst. Der hat so die ganze Zeit seine Zunge so rausgestreckt und guckt dann so die ganze Zeit nach oben. Hast du gesehen? Der ist so, seine Zunge ist so draußen und dann so guckt er so nach oben, das ist so krank. Ich fand das auch heftig, wie der erzählt hat, ne? Wie diese Dämonen präsent sind bei diesen Videos drehen. Also wenn die Videos drehen und bei Filmen, ne? Ja, Bruder Reza hat das genau exakt beschrieben, wie die Dämonen arbeiten, wenn sie ihre Filme drehen. Bei so einem Hollywood-Buster, also bei Hollywood-Filmen, sind die 100%, die nicht selbst, sagt er. Ja. Also die sind gar nicht sich selbst. Ja. Aber bei so deutschen Schauspielern, so deutsche Serien, 50-50 dann, ne? Dann ist das so ein, dann ist das immer 50-50. Ja, warte, und er hat auch gesagt, wenn sie ihre Rituale durchführen, dann ist es so, ob die, wie soll ich dir das erklären? Er hat gesagt, er ist anwesend, aber er wird dann gesteuert. Also die machen, das ist so, ob jemand einfach deinen Arm nach oben bewegt und du machst das gar nicht. Ja. Ja, aber das Ding ist, ne, der hat ja gesagt, dass, wie du schon sagst, ne, bei so kleinen Dingen sind die präsent und anwesend und greifen ab und zu an. Wenn aber wie bei Hollywood ist, dass eine große Message an die Welt rausgeht, dann übernehmen die komplett und lassen nichts dem Zufall, ne, über. Ja. Überlassen jetzt den Zufall, das war so krank, ne? Gottes Segen, der gerade reingekommen ist, was liegt auf die Herzen? Hallo. Was liegt auf den Herzen? Hallo. Ja, dankeschön, dass ihr mich angenommen habt. Also. Wie alt bist du? Ich bin 43 und ich finde toll. Wie bitte? Hast du 14 gesagt? 43. Also, 43? Ja. Okay. Ja, ich finde auf jeden Fall toll, dass ihr das aufdeckt, weil, also, für mich ist das total offensichtlich, dass Barillo hier auf jeden Fall das Illuminati-Dreieck macht und eigentlich auch zeigt, dass er dazugehört. Ja, das kann man gar nicht leugnen. Man sieht das. Und man hat das auch, zum Beispiel, kennt ihr Squid Game? Man hört sich sehr schlecht, ne? Also manchmal so, manchmal so. Also beim Squid Game hast du das auch ganz klar gesehen. Man hört sich wirklich schlecht. Mit dem Schachbrett, das hast du auch direkt gesehen, dass da einiges strukturiert war in der Serie. Aber weißt du, gegen wen die sind? Die Wahrheit? Weißt du, gegen wen Barello ist? Weiß ich nicht, also ich denke mal, gegen den Otto Normalbürger. Nein, die sind gegen den Herrn Jesus Christus. Wusstest du das? Nein, das weiß ich nicht. Aber ich habe auch eine Frage, weil ihr ja vorhin euch ein bisschen über die Moslems lustig gemacht habt. Nee, das ist aufgedeckt.
Ah ja, aber die glauben nicht an Jesus, ne? Ja, die Muslime glauben nicht an den Herrn Jesus. Die sagen ja, der ist ja nicht Gott. Das ist vollkommen falsch. Ah, kommt der überhaupt im Koran vor? Ich glaube nicht, oder? Nochmal? Kommt der überhaupt im Koran vor? Ich glaube nicht, oder? Soweit ich weiß. Ich verstehe dich wirklich nicht. Also, nein, ich frage gerade, kommt der überhaupt im Koran vor? Also ob Jesus im Koran überhaupt vorkommt? Ich glaube nicht, oder wisst ihr da mehr? Wie nennen die Nase? Und was wird da? Kommt der überhaupt bei denen vor? Die nennen die Isa. Kommt vor. Ja, aber Herrn Jesus da. Aber was hat der für eine Rolle? Ja, die Rolle als Faker da zu stehen im Koran. Jetzt die Rolle, der falsche Isa in Koran ist seine Rolle, Menschen zu täuschen. Am Tag des jüngsten Gerichts werdet ihr euch alle merken, wer Jesus ist. Was ist das denn? Labert keine Scheiße. Und ich sag euch eine Sache. Manipuliert die Menschen weiter. Aber was ist das denn? Johannes aus dem Bach. Und ihr werdet es sehen. Ey Bruder, und was ist das denn, Bruder Reza? Ich krieg den Herzinfarkt. Steht hier. Guck mal, der Muslim liked den. Siehst du, ist der Butter liked den. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Bruder Reza, Schmeiß den raus, Pablo, sofort. Schmeiß ihn raus. Boah, war das heftig. Der war ja null auf. Auf einmal die Stimme verändert. Hast du das jetzt? Habt ihr das? Ey, aber warte mal ganz kurz, Reza. Das war doch jetzt eben gerade kein Zufall, oder? Wollte der Heilige Geist das offenbaren nochmal den Zuschauern, über was wir hier gerade geredet haben? Natürlich. Reza, wir reden gerade darüber, über dieses Thema, zeigen Videos, auf einmal kommt er hier hoch und auf einmal dämonisch. Ja, natürlich. Das war nicht er, ne? Und ich sag dir eins, Reza, ohne Witz, der Herr ist mein Zeuge, ich wusste, dass irgendwas gleich passiert. Ohne Witz, ich wusste, dass gleich irgendwas passiert mit irgendwas Dämonisches und das auf einmal ist passiert. Ja, da schreibt einer, der folgt PokerTV und PokerTV folgt ihm zurück. Heftig. Dann habt ihr jetzt eure Antwort. Krass. Dann habt ihr jetzt eure Antwort. Guck mal, wie dieser Muslim Christ der Debatte sich freut. Ja, das war doch gerade ultradämonisch besessen. Komm bitte, das war doch jetzt nicht nur, das war doch nicht seine Stimme. Nee, da war eine andere Stimme auf einmal im Werk. Ja. Ey, aber wie das kam. Ihr werdet alle. Hey, das ist nicht mehr ja, normal. Der hat ja auch irgendwas über die Offenbarung gesagt, ne? Ja. Aber ja. Guck mal, wie verblendet die Leute sind. Leute, geht weiter schlafen. Nimmt mal noch mehr Schlaftabletten. Weiter immer Schlaftabletten nehmen, Leute. Viel Schlaftabletten nehmen. Das ist sehr gut, Leute. Schlaft weiter und der Satan lacht sich tot über euch. Der lacht sich ins Fäustchen über jeden anderen, weil ihr alle brennen werdet. Und ihr werdet alle in der Hölle brennen. Und der lacht sich tot darüber. Und dann werdet ihr alle gequält werden und von Ewigkeit. Und ihr werdet dann nie wieder rauskommen. Nie wieder. Wenn ihr einmal an diesem Ort seid, werdet ihr auch nie wieder da rauskommen. Und der lacht sich tot. Weil es werden Milliarden Menschen an diesem Ort sein. Unfassbar. Und der Satan und seine Dämonen und seine Schergen lachen sich tot. Ja. Wer gerade reingekommen ist, der hat gar keinen Namen, gar kein Bild. Ja, das ist ganz. Ja, was liegt auf den Herzen? Du hast eine bitte? Einladung geschickt. Ja, genau. Und warum hast du eine Einladung geschickt? Was liegt auf den Herzen? Mich einfach anzuschließen, mitzureden. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Ja, ich bin russisch-orthodox. Ja, da fing's an. Guck mal, also du bist orthodox aufgezogen worden, ne? Bitte? Also du hast jetzt nur das Orthodoxische gesehen, richtig? Ja. Hast du jemals die Bibel gelesen? Nein, nicht wirklich. Das empfehle ich dir wirklich, weil, ich sag dir jetzt auch kurz warum,
Ich war zum Beispiel Katholik, ne? Jetzt bin ich ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Und du warst jetzt orthodox und könntest ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus werden. Denn du merkst sehr schnell, wenn du die Bibel liest, das Wort Gottes hat recht und die Kirche sagt was ganz anderes. Wie zum Beispiel Babytaufe. Na, in der Apostelgeschichte 2, Vers 38 steht geschrieben, wo Petrus sagte, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Voraussetzung der Taufe ist Bußetuung. Ein Baby kann sich nicht, also ein Baby kann keine Buße tun. Da fängt schon die erste Sache an mit der Kirche. Ja, und deswegen empfehle ich dir, lies die Bibel, wirklich lies sie. Die Orthodoxie wird dich nicht retten, aber der Herr Jesus Christus wird dich retten. Na, das empfehle ich dir. Wir fangen mit Johannes Evangelium an, Stück für Stück. Hast du eine Bibel zu Hause? Ja, sicher. Sehr schön. Wenn du eine gute Übersetzung haben möchtest von Originaltext auf Deutsch, Schlachter 2000 Elbefelder, top. Ich habe schon welche. Na, das ist wirklich top. Lies es dir durch, du kannst gerne auch hochkommen. Ich folge dir sogar, du kannst auch gerne Fragen stellen. Ja. Na, was ist die Thematik beim heutigen Stream? Thematik ist alles. Also den Herrn Jesus Christus verkündigen ist sowieso die erste Thematik. Aufdeckung der Finsternis in vielerlei Hinsicht. Islam, Satanisten und so weiter. Also alles Mögliche. Eine Frage. Hat sie allen Ernstes den vorigen Gast ernst genommen? Nochmal wie bitte? Dass ihr den vorigen Gast irgendwie ernst genommen habt. So kommt es mir rüber. Den Gast, der gerade drinne war? Ja. Gott, der ist doch nicht mehr zu helfen. Das war offensichtlich ein Troll. Also, dass man jetzt irgendwie denkt, dass das irgendwas Dämonisches an sich hat, ist schon irgendwie peinlich. Ja, schau mal, guck mal. Du musst dich mehr mit der Thematik auseinandersetzen, dann kannst du schneller erkennen, ob einer wirklich von Dämon besessen ist oder einen Troll macht. Das war offensichtlich ein Troll. Na, ich meine das, was da oben war. Der mit Deutschlandspfanne. Ja, du musst dich mit der Thematik noch auseinandersetzen. Du kennst das noch nicht, deswegen denkst du noch, so ist ja noch okay. Befasse dich erst mit der Bibel, mit der Heiligen Schrift. Stück für Stück kommt die Erkenntnis. Bete zu Gott, frag Gott, wer er ist, was wirklich die Wahrheit ist. Na, und du wirst sie erkennen. Ist Jesus Gott für dich? Ja. Sehr schön. Also glaubst du auch, dass Vater Gottes, Heiliger Geist Gottes und Sohn Gottes, ne? Und drei sind eins. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Und ja, und die Orthodoxie, kann ich dir jetzt schon sagen, hat eine komische Trinität, eine falsche Trinität. Ich kann es dir offenbaren. Guck mal. Mhm. Das glaubt zum Beispiel streng, glaube ich, der vor dieser Orthodox, sagt, der Vater ist über das Wort, also über Jesus und über alles andere. Die haben dem Vater eine Monarchie gegeben und das ist vollkommen falsch und nicht richtig, denn Vater ist Gott, Heiliger Geist ist Gott, Sohn ist Gott, alle drei sind eins, ein Wesen, alles gleich. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Vater, genauso wie mit dem Heiligen Geist, dem Vater und der Sohn. Okay. Und daran erkennen wir und wissen wir, warte bitte, daran erkennen wir und wissen wir, was wirklich die Trinität ist. Das erkennst du in der Bibel, kannst du ganz schnell herausfinden durch Bibel lesen. Die Orthodoxie hat natürlich eine falsche Trinitätslehre. Die sagen, er ist der Alleinherrscher. Johannes Kapitel 1, Vers 3 steht schon drin. Alles ist entstanden und ohne dasselbe ist nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und Johannes Kapitel 1 bezieht sich auf den Herrn Jesus Christus mit das Wort. Das griechische Wort Logos oder das hebräische Wort Mema. Und dann erkennen wir, dass die Orthodoxie deswegen schon mal rausfällt und die Trinität nicht richtig hat. Aber lies die Bibel, wirklich, lies sie, bete, na, bete auch Gott, frag Gott, ich verstehe die Bibelverse nicht, der wird es dir offenbaren. Also wer wirklich sucht, der wird auch wirklich hin. Habt ihr jetzt mal Spaß beiseite? Ich habe diesmal eine ernst gemeinte Frage, und zwar, wie hobbylos kann man sein, dass man sein ganzes Leben einem Buch widmet? Nochmal, wie bitte? Ich habe diesmal eine ernst gemeinte Frage, und zwar, wie kann man so hobbylos sein, dass man sein ganzes Leben einem Buch widmet? Willst du mich jetzt hier veräppeln, oder was? Das ist ein Troll, das ist so ein... War jetzt eine ernst gemeinte Frage. Ja, das ist jetzt... Verdorbenheit. Siehst du, das ist ein verdorbener Mensch.
Ein verdorbener Mensch ist das. Ey, Wahnsinn, ey. Er ist so, ich bin orthodox, dann Wahnsinn. Ja, das ist der Vater der Lüge, ne? Ja, ja, klar, es kommen dieser ganze Satanisten, die vom Teufel geschickt. Ey, ihr wisst gar nicht, was für Einladungen ich gerade habe. Ich habe nur solche ganz, ganz kranke Gestalten hier. Ja, die kannst du aber schneller abwickeln. Ne? Vielleicht ist da jemand dazwischen, der wirklich Fragen hat. Ne? Und die anderen solche Riesenherde, wie jetzt davor, jetzt gerade, die kannst du dann schneller abwickeln. Das siehst du, das hörst du schon raus. Guck durch das mal. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Jetzt wird es immer schöner, jetzt die Gäste. Pass auf, oh, der sieht auch schon sehr hübsch aus. Guten Abend. Guten Abend. Ihr streamt über Jesus Christus? Ja. Warum? Das kann doch nicht sein. Weil er Gott ist. Woher kommen die denn alle her, wenn ich fragen darf? Hast du eine ernst gemeinte Frage oder willst du ein bisschen trollen? Das ist ernst gemeint. Woher kommt die denn alle, wenn ich fragen darf? Ist doch völlig egal. Ich komme direkt von Kalifornien. Ich komme aus Narnia-Land. Okay. Ich komme gerade aus dem Grab. Mein Name ist Bill. Bill Wilkson. Will Kaulitz. Und ich sage euch eins. Jetzt verstehe ich auch, warum deine Frisur so komisch ist, immer Will Kaulitz. Ja, klar, weil du immer aus dem Kram rauskommst, frisch. Deswegen sitzt die Frisur auch so. Ich sage euch eins. Sag uns zwei. Macht langsam mehr, ich sag's euch. Was soll ich machen? Was soll man machen gegen dich? Ganz langsam. Beendet dieses Stream. Du hast ein Problem damit, dass wir den Herrn Jesus Christus verkündigen, ne? Nein, ich habe überhaupt kein Problem damit. Du hast ein Problem damit, ja? Er hat ein großes Problem mit sich selber, der Kollege, gerade. Nein, Religion hat hier nichts zu suchen in so einer Plattform. Ja, es ist wahr. Ja, Religion ist Schrott. Hast du recht. So, und da ich gerade aus dem Grab komme, sage ich euch eins. Beendet diesen Stream. Bruder, Pavlos, du musst auf den hören und den Stream beenden, sonst wird der Huga Huga machen auf den Stream. Nachher fallen dir die Haare aus oder sowas. Deine Rückenhaare fallen dir dann aus. Vorsicht. Ich gebe euch genau 31 Minuten. Ich gehe zurück, komme aber wieder. Er gibt uns 666 Sekunden. Hast du gehört, Pavlos? Seid ihr wie weiter in den Stream. Dann werden wir uns Hokuspokus machen. Dann wird der Hokuspokus machen auf deine Rückenhaare. Aber merkt ihr, wie sie reinkommen und das Ganze ins Lächerliche ziehen, ne? Das ist so Wahnsinn. Ey, guck mal jetzt, ich habe nur solche Einladungen. Das nicht ernst nehmen, die Leute, ne? Das ist... Ja, wir können die. Jetzt kann man mal ein bisschen was Lustiges machen mit dem Satan und seinen Schergen. Jetzt kann man mal ein bisschen lachen. Servus, ja. Jungs, Gottes Segen. Ja, Gottes Segen. Was liegt auf deinem Herzen? Auf jeden Fall, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn man reich ist oder reich werden möchte, kommt man in die Hölle? Also ist es eine Sünde? Nein. Apostel Paulus sagt, das ist nicht so gut, weil die, die reich werden wollen, werden sich viele Probleme bereiten im Leben. Und deswegen sollen wir einfach nur uns zufrieden geben mit unserem Soll, was Gott uns gegeben hat. Aber wenn man an Gott glaubt, und zwar also an den Herrn Jesus Christus, ja. Kann man dann in den Himmel kommen? Natürlich, der Glaube rettet dich nicht, ob du reich wirst oder arm bist oder so. Das ist zweitrangig, das ist unwichtig. Nicht die Werke retten, sondern der Glaube an den Herrn Jesus Christus rettet dich. Ob du reich bist, arm bist, das interessiert keinen. Okay, danke schön. Natürlich, wenn du reich bist und du nun an das Geld denkst und so weiter und nichts Gutes dafür tust, klar, dann ist das eine Sünde. Ja, 100%.
Ne? Aber es rettet dich nicht dein Reichsein oder dein Armsein oder dein Geld, sondern einzig allein die Tat, dass der Herr Jesus für dich am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, bezahlt hat und du das für dich selber in Anspruch genommen hast. Das rettet dich. Ja, und zwar, ich habe jetzt eine Bibel gekauft, also habe eine neue Bibel jetzt. Und zwar, ich habe jetzt angefangen zu lesen. Wie lest man die eigentlich eine Bibel? Lest man einfach nur Seite für Seite oder was man das exakt versteht? Ja, genau. Es beginnt 1. Mose, die Entstehung der Welt, des Universums. Und dann die Entstehung Israels als Gottes Volk. Und dann geht es weiter in den ersten 5 Bücher Mose. Die Propheten folgen dann. Ne? Die ganzen Propheten kommen dann über Israel, über die Welt, die ganzen Prophezeiungen. Und dann endet auch das Alte Testament mit dem Buch Maleachi, dem letzten Propheten des Alten Testaments. Eigentlich ist der letzte Prophet des Alten Bundes Johannes der Täufer. Und es geht dann weiter in Matthäus, im neuen Bund mit dem Herrn Jesus Christus, der Sohn Gottes, der uns eben errettet vor der Schuld, unsere Sünden bezahlt und uns für das ewige Leben vorbereitet. Ne, das ist der neue Bund. Das beginnt am Matthäus. Du kannst ein Kapitel Altes Testament lesen, ein Kapitel Neues Testament jeden Tag und dann kommst du schon gut voran. Okay, danke für die Antwort. Und zwar auf die letzte Frage. Ich bin halt Katholik und ich habe gehört, der richtige Glaube der richtige Glaube ist halt Evangelium oder Evangelist sein. Nein. Wenn die Wiedergeborenen, das sind die Wahrhaftigen, errettet. Ja, du musst von neuem geboren werden, du musst die Welt hinter dich lassen. Und die katholische Kirche ist eine weltliche Institution. Und das musst du alles hinter dich lassen. Alles, was zu der Welt gehört, wirst du hinter dich lassen müssen, wenn du zum Herrn Jesus kommst. Du musst es absterben. Also musst du ein Evangelist sein. Du musst wiedergeboren sein. Und wie macht man das? Indem du zum Herrn Jesus kommst, vor ihn trittst und alle Schuld vor ihm bereust, was du getan hast in deinem Leben, und ihn als deinen Herrn und Retter und Gott annimmst und ihm nachfolgst. Du musst dich selbst absterben vor ihm als Sünder. Du musst dich bereuen. Du musst sagen, dass du der größte Stück Scheiße auf Erden bist, vor ihm. Dass du Dreck bist. Okay, das war's. Dankeschön. Alles klar, nicht zu danken. Gottes Segen dir. Ja, Gottes Segen. Warte mal kurz, lies mal Johannes 3, 3 bis 8. Das kannst du dir mal durchlesen heute. Ja, okay. Also ich habe eine Klatschbibel, halt. Nicht in Deutsch, aber eine Klatsch, aber werde ich gucken. Ja, das sind nur 5 Verse, ne? Johannes 3, 3 bis 8. Ja, muss ich mir noch anschauen, okay, aber dankeschön. Okay. Gut, ciao. Gottes Segen. Ja, ne, macht einmal die 100.000 Likes voll und dann wollte ich auch langsam den Stream beenden. Außer, Bruder Reza, du willst ja noch was verkündigen. Nein, du kannst den Stream beenden, wenn du möchtest, ja deinen Stream. Wir werden auch, also ich bin auch langsam müde, wenn die Brüder jetzt hier im Stream noch weitermachen wollen, können sie gerne tun, aber ich werde auch schon langsam sehr müde. Ja, ich bin auch müde. Ja, genau. Ich bin auch wirklich müde geworden. Nein, deswegen macht auch einmal die 100.000er voll, die 100.000 Likes und dann ist das auch fertig. Na. Ja, genau. Einmal kurz 2 Minuten. Die 100.000, das ist schon was Feines, 100.000 an Likes. Ja, lass noch einmal den Herrn verkündigen, ne? Wie man von neu geboren wird, wie man den Herrn annehmen kann. Bruder Reza, kannst du das einmal sagen? Also wie kann man jetzt zum Beispiel den Herrn Jesus Christus annehmen? Wie wird man von neu geboren? Heute noch. Dass du musst, brauchst du Glaube. Wenn du glaubst, dass es den Herrn Jesus gibt, dass er Gott ist, der ewige Gott ist, der Mensch wurde, um dich zu retten, wenn du das glaubst, dass es wirklich so ist, dass es Wahrheit ist, dass es Realität ist, dann trittst du vor ihm in einem Gebet und bekennst ihm all dein schuldiges altes Leben.
deine ganzen Sünden, die ganzen Übertretungen. Und dann empfängst du den Heiligen Geist, weil du wiedergeboren wirst. Und nimmst den Herrn Jesus an, als deinen Herrn, Gott, Heiland. Und dieser Prozess nennt sich Wiedergeburt. Dann stirbst du dein altes Ich ab und eine neue Schöpfung entsteht in dir. Und das ist ein Wiedergeborener. Wenn du aber etwas zurückhältst bei der Buße, wenn du zum Beispiel der Meinung bist, dass du doch nicht so ein schlimmer Mensch bist und dass du dem Herrn Jesus nicht bekennen musst, dass du mit der schlimmste Mensch auf Erden warst in deinem alten Leben. Wenn du dein Hochmut nicht bereust vor dem Herrn, wirst du nicht wiedergeboren. Du musst dich selbst vor dem Herrn Jesus absterben und der Welt. Dann nimmst du Abschied von dieser Welt. Dann hast du auch mit den Sündern nichts mehr zu tun. Du stirbst der Sündenwelt ab. Und wandelst mit den Geschwistern im Herrn Jesus Christus den Heiligen Geist. Du wirst versiegelt werden dann mit dem Heiligen Geist und aufbewahrt werden für das ewige Leben. Das ist der Prozess der Wiedergeburt. Amen. Ja, Amen. Wunderschön. Ne? Genau. Nur wer wirklich sucht, der wird auch wirklich finden. Na, man muss nur beten und fragen und schon wird es offenbart. Und das empfehle ich ja wirklich jedem. Ja, Jesus ist Gott, das sehen wir in der Bibel ganz klar. Johannes Evangelium. Wenn man direkt Johannes Kapitel 1 liest, am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott und das Wort, Vers 14, wurde Fleisch. Ja. Und das ist wunderschön, dass es jemanden gibt, der gerecht ist und barmherzig, der für dich zahlt und trotzdem Gnade an jeden, ne, jeden gibt, damit er auch im Paradies kommt. Das ist wunderschön. Ja, meine Lieben, ohne den Herrn Jesus kommt ihr nicht ins Paradies, aber ihr könnt heute im Paradies kommen, wenn ihr den Herrn annimmt und versiegelt seid mit dem Heiligen Geist. Geht heute noch ins Gebet und nehmt eine Bibel, kauft euch eine Bibel. Die gibt es kostenlos, kann man ganz schnell bestellen, oder die Bibel-App gibt es digital, kostenlos. Und dann fangt an zu lesen. Ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall Gottes Segen, außer Bruder André und Bruder Danny möchten noch was hinzufügen. Nee, ihr habt alles schon richtig gesagt. Alleine schon Johannes 14, ne? Gott wurde Fleisch. Also das Wort wurde Fleisch, das reicht eigentlich schon. Ja. Ja, Gott ist ins Fleisch gekommen, fertig. Ja. Sünden vergeben, Lahme gehend gemacht, Blinde geheilt, Tote auferweckt. Das reicht, also wie viel, man braucht nicht mehr Beweise. Das ist genug. Ja. Amen. Ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall eine gesegnete Nacht. Gottes Segen, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Beendet ihr das jetzt? Ja, Bruder Danny, willst du noch ein Live öffnen? Was? Möchtest du noch ein Live öffnen? Nein, das war auch heftig. Das war echt, also, das muss man erstmal verarbeiten, wenn du so mit Dämonen redest. Das ist ja nicht einfach so. Das hat schon, das ist schon, das betrübt auch einen so, ne? Das ist schon sehr heftig. Ja, die geistige Welt ist ja real, ne? Vor allen Dingen die böse Seite. Ja, und die greift dann sehr ein hier bei uns. Ja, diese Stimme, das hat mich so mitgenommen, dieses, wie er das gesagt hat. Das war echt, also wie bei Emily, dieser Exorzismusfilm. Ja. Das war so brutal gerade. Das ist echt heftig gewesen. Das geht auch nicht aus meinem Kopf heraus. Das war wirklich heftig diesmal. Ja, das war bei mir auch so, das ist nicht ohne. Ja, und wenn du dann auf einmal diese Augen siehst und wie er dann so mit dir redet und du weißt ja, du weißt das ja und du siehst das ja, das ist wie ob du einen Horrorfilm guckst und dieser Dämon in Horrorfilm sagt auf einmal, Reza, ich krieg dich. Und dann auf einmal denkst du, boah, heftig. Ja, ist schon hart. Ja. Ja, dann weißt du, ne, dann verstehst du, wenn der Herr sagt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die finsteren Mächte, ja. Ja. Dann weißt du, wer dahinter steckt, ne? Ja. Amen. Die Schwester hat das auch beobachtet. Ich glaube, die Schwester hier, die, Schwester Sibirin? Ja, sag jetzt nicht den Namen, aber sie hat das auch, hast du es auch mitbekommen? Schwester, schreib mal bitte ja oder nein, ob du das verfolgt hast.
Ich schreib mal, weil die kann das bestätigen, wenn sie da jetzt drin gewesen ist. Achso, bei Bocker TV meine ich. Du hast es nicht zufällig mitbekommen, ne? Hier, die eine war dabei. Genau, die Schwester war dabei, die gesagt hat, ich war auch dabei, ja, genau. Die kann auch schreiben, dass das sehr heftig war, wie er geredet hat. Das war richtig brutal. Die Elias, dann kann das auch bestätigen. Das war heftig, Bruder, das geht nicht aus meinem Kopf heraus, diese Stimme und diese Augen auf einmal. Ich habe richtig so eine, wie ob die Augen gleich platzen, ne? Das ist nicht normal gewesen. Ja, man rechnet gar nicht damit, dass hinter solchen Leuten so brutale Dämonen stecken, ne? Was meinst aber du, wenn sie das mal zeigen, ist heftig. Jetzt musst du dir mal vorstellen, was meinst du, wenn die uns in die Finger bekommen würden, was die mit einem Wiedergeborenen machen würden? Mit einem Wiedergeborenen. Ja. Vorbei. Wir sind auch gut vernetzt miteinander. Ja, ich weiß. Das international. Ist ja, weltweit, also die ganze Welt. Ja. Du siehst ja auch, wenn die live sind, ist immer jemand dabei im Hintergrund, ja, der so Tipps gibt oder den Chat beobachtet. Ne? Die sind hier alleine. Das ist noch ein Controller, Händler. Ja. Das ist mir auch aber aufgefallen, dass immer bei den ganzen Leuten, Borello ist zum Beispiel auch nicht alleine. Momo New ist auch nicht alleine. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind immer so mit, da sind immer Leute da im Hintergrund. Immer Leute im Hintergrund, Bruder Reza, immer. Bruder Danny, weißt du, wo noch diese eine Mädchen zu dir in Live kam, die hatte 2000 Abonnenten. Nicht mal eine Minute später kommt Kitan rein und sagt, und dann sagt sie, ja, der kommt jetzt rein, weil ich bin neu und er muss auf mich aufpassen. Ja, da hat er sich sofort dazwischen geschaltet, ne? Das war so krass. Ja, der hat direkt gesagt, ihr macht hier nicht meine Schülerin fertig. Die gehört zu uns, die ist involviert, hat er so offen gesagt. 2000 Abonnenten, ich hätte das nie in meinem Leben gehört. 2000 Abonnenten und die macht irgendwie, Bruder Reza, du hast doch mal erzählt, dass so Reinigungskraftdienst involviert sind, richtig? Mhm. Diese Direktarbeit. Ja, das hat er ja erzählt, der Mann da, der meinte ja auch, nach diesen ganzen Sachen, was der Opa von ihm mit den Kindern angestellt hat, ne, die ganzen Reste von den Kindern musste ja beseitigt werden und da kamen eben professionelle Reinigungsdienste rein und haben das alles beseitigt. Ne? Und UFOK hat das auch so gesagt, die machen so die Reinigung. Ja. Das ist heftig, ne? Das ist so ultra heftig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen hat der UFOK gesagt, ne? Wir sind viele. Musst dir einfach mal vorstellen, du siehst einfach mal so eine Reinigungsfirma, fährst an diese Leute vorbei und die entsorgen die Reste. Und das sind einfach ganz normale, die den Alltag so ganz normal lassen. Natürlich. Das ist gut organisiert, sehr straff organisiert, sehr professionell. Die wissen ganz genau, was sie tun. Das heißt, bei so großen Müllverbrennungsanlagen, da sind bestimmt auch Leute, die involviert sind, ne? Ja, natürlich. Weil Bruder Peter, ja. Entschuldigung. Ja, zum Beispiel, ne, kein Problem. Solche Sachen wie Krematorienanlagen, Leute, die Krematorienanlagen betreiben. Mhm. Wo die halt eben sowas verschwinden lassen können, locker. Mhm. Aber Bruder Reza, weißt du, was ich auch heftig fand? Ich erzähle dir mal kurz zwei Geschichten, noch mal ganz kurz. Und zwar habe ich auch mal eine Firma gesehen, so eine Mini-Firma, mitten in nirgendwo, einfach im Wald, abgeriegelt. Was macht bitte eine Firma mitten im tiefsten Wald? Einfach eine Firma mitten im tiefsten Wald. Was macht da eine Firma? Wer sind die Arbeiter? Und alles so hoch abgesichert mit Kameras, der Zaun mit Strom, Stacheldraht, ob da die Armee stationiert wäre. Das ist doch nicht normal, so eine kleine Mini-Firma. Und die läuft. Siehst, da sind nachts Leute und dann sind wir mal nachts, wir sind so rausgefahren, das war, wo ich ganz frisch bekehrt war, da sind wir eine Stunde einfach von Hamburg 50 Minuten auf so einer Landstraße gefahren, mitten irgendwo im Wald, wo niemand war, keine Menschenseele und dann haben wir auf einmal, wir haben uns verfahren und auf einmal sehen wir ein Schloss mitten im Wald. Ein riesiges Schloss im Wald. Und pass auf,
Ich bin dann da, ich sag das auch ganz ehrlich, ich war frisch bekehrt und ich war so neugierig und ich dachte mir so, ja, lass doch mal da hingehen und das mal gucken, was ist das? Ja, und dann kannst du dir vorstellen, dann sind wir da halt so, ja, rübergegangen und wo wir dann rübergegangen sind, sind Lichter angegangen und dann haben auf einmal Leute von der Fensterscheibe uns beobachtet und haben geguckt, so ganz viele Leute auf einmal. Und dann ist auf einmal die Tür rausgegangen und dann bin ich halt darüber gelaufen und habe ich mir gedacht, was habe ich da getan? Ich war ja auch frisch bekehrt, ne? Verstehst du, Bruder? Ich war ganz frisch im Glauben und ich musste erstmal auch wachsen und so. Ich musste auch erstmal die Unterscheidung haben richtig. Und da habe ich gemerkt, oh, ich habe was Falsches gemacht. Das war nicht richtig. Wo ich ja gerade frisch aus der Welt, wo ich gerade aus der Welt gekommen bin, weil wenn einer frisch zum Glauben kommt, das ist ja, du weißt ja, was ich meine, ne? Da musst du erstmal alles, du bist abgestorben, aber du musst dich dran gewöhnen. Oh, das ist Lüge. Oh, man darf nicht mehr lügen. Oh, vergib mir her, ich habe jetzt gerade wieder was Böses getan. Und diese Leute, ich dachte mir zu meinen Kollegen, was machen diese Leute da? Wer sind diese Leute? Was macht dieses riesige Luxusschloss hier mitten im Wald? Und da habe ich an deine Vorträge damals dann auch gesehen und da wusste ich, ach, jetzt weiß ich, wo ich war. Der Herr hat mich da bewahrt. Ja, der Herr hat seine schützende Hand über dich gehabt. Bist du bei einem falschen Schloss, verirrst du dich da, dann ist vorbei mit dir. Ja, er hat mich der Herr bewahrt, das war so heftig. Ja. Aber ich glaube, alle Schlösser, die sind involviert, Dresa, das kann ja sein. Kann sein, ja. Also es gibt auf jeden Fall Schlösser. Zum Beispiel das in Belgien, das ist ja bekannt, schon durch viele Zeugen. Auch viele Aussteiger haben ja schon berichtet, dass sie da reingenommen worden sind und da wurden auch eben Menschenopferungen vollzogen. Das Schloss Ammerrohr in Belgien. Ja. Das Schloss, das nennt sich auch Mother of Darkness Castle. Da wird halt dieses Mother of Darkness Programmierung da durchgezogen. Du hast aber auch mal gesagt, wenn man sich diesem Schloss nähert, da in Belgien, dann bist du weg vom Fenster. Also die machen dich rein. Natürlich, ist hochgefährlich. Sehr gefährlich. Ja, das ist unfassbar, das ist so heftig vor unseren Augen, ne? Das ist echt Wahnsinn. In Bayern zum Beispiel, Schloss Hohenschwangau. Ja. Wurde von Aussteigern genannt, wurde auch die Rituale vonstatten gegangen sind. Schloss Hohenschwangau. Auch sieht heftig aus. Das ist so. Ich kenne bei Walt Disney dieses Schloss, was am Anfang kommt, wenn immer die Walt Disney-Filme beginnen. Da ist immer so ein Schloss. Da kommt dann halt so ein Licht über das Schloss. Ja. Das sind so, ne, Walt Disney-Schlösser, die auch, wo halt diese MK-Ultra-Programme stattfinden und die Menschenopferungen und so weiter. Sehr oft in Schlössern. Ja. In Burgen, alten Burgen und so weiter. Aber ich habe auch gesehen, dass in den Schlössern sehr oft immer der Schachbrettboden ist und dann so in der Mitte ein Kreis. Ja. Ja. Die sind ja alle unterbunkert, ne? Diese Schlösser. Ja, genau. Unterirdische Gänge. Ja, das ist so krass. Ja, das hast du auch in deinem Vortrag gezeigt, dass da so unterirdische Gänge sind und dann so mit, wo Ketten auf einmal sind und so Foltermethoden und so. Auf einmal, das ist auch wirklich heftig. Ja. Habt ihr denn diese neue Sendung gesehen mit dem ZDF-Moderator Jan Böhmermann? Nee. Da macht er sich lustig, dreiviertel Stunde lang eine ganze Sendung über die satanisch-rituelle Missbrauch. Krass. Muss ich euch mal angucken. Gib mal einen Jan Böhmermann rituelle Gewalt. Dann schaut mal, auf was für eine billige Art und Weise er dieses Thema lächerlich macht. Heftig. Wahnsinn. Aber Jan Böhmermann bei ZDF hatte auch schon mehrmals dieses One-Eye. Ja. Einauge-Geste gemacht, habe ich auch schon mehrmals entlarvt in meinen Beiträgen. Ja. Mhm. So sieht das aus. Und die dumme Masse, die dem dann halt glaubt. Ne? Ja, die wissen schon, was sie tun, um diese dumme Masse zu kriegen. Die wissen genau, was sie tun.
Ja, wie du schon sagst, ne, die gehen in den Kinos und gucken eigentlich den ganzen Tag nur den Herrn Jesus. Ist immer wieder eine andere Maske. Ja. Jedes Mal, wenn die in den Kinos gehen, der Satan, warum sollte, guck mal, der Satan will ja den Herrn verspotten und ihn gleich machen. Warum soll er dein Buddha jetzt verspotten? Warum soll er Mohammed verspotten? Warum soll er jetzt eine andere Religion verspotten? Der will doch den allmächtigen Gott gleich machen. Ja, weil er neidisch ist auf den einen wahren Gott. Ja. Jesaja 14, Vers 14 ist ein sehr wichtiger Vers, weil dort der Satan sagt, dass er so sein will wie der allerhöchste Gott. Er ist neidisch auf den Thron, auf Gott. Ich finde auch krass, wenn die Kreuzigungspose machen und nach oben gucken, ne? Das ist auch eine richtige Verspottung, ne? Das ist heftig. Ja, das ist wahrlich heftig. Das ist für mich auch immer wieder sehr, sehr erschreckend. Wo meinst du jetzt, wo meinst du jetzt? Zum Beispiel bei Facebook habe ich das gesehen, da hat Echo Fresh, war in der Kreuzigungspose, hat die Arme ausgestreckt und nach oben geguckt und hat gesagt, guck, die verehren mich und nicht dich. Ja. Ja, genau. Das meinen die damit. Das ist sehr grausam. Die wissen ganz genau, ne, dass sie dann in dem Moment zum Herrn Jesus gucken, im Himmel, und sagen, hier, ich bin der wahre Gott. Du bist raus. Ja, das ist so krass. Ja. So, meine Lieben, da wollte ich jetzt den Stream jetzt beenden. Oder habt ihr noch was zu sagen? Letzte Worte? Nee, mach ruhig Schluss, Bruder. Danke für deinen Stream, ne? Ja. Dann gehen wir den Herrn, nicht mir. Okay. Ja. Dann wünsche ich euch Gottes Segen, gesegnete Nacht. Cool. Nehmt noch den Herrn Jesus Christus an, der es noch nicht getan hat. Jesus liebt dich. Gott segne euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.